Jo, moin, moin, moin. Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid. Glück auf und ja, herzlich willkommen zu diesem neuen Schalke-Update Live-Talk. Heute mal, ja, ich habe mir mal überlegt, ich komme mal ein bisschen eher rüber und zock einfach noch ein bisschen mit euch. Heißt, bis 20:15 Uhr werde ich auch nicht großartig über Schalke jetzt sprechen, damit wir uns das für nachher quasi aufsparen, sagen wir es mal so. Die meisten rechnen ja jetzt auch noch nicht damit, dass ich online bin. Aber ich dachte mir, ich zock einfach mal ein bisschen mit euch jetzt. Und ja, genau. Das wird auf jeden Fall ganz, ganz entspannt werden. Wie gesagt, 20:15 Uhr geht es dann richtig los. 20:15 Uhr dann richtig Warm-up. Das heißt, wir machen wieder die Community-Aufstellung. Wir sprechen über Schalke 04. Über alles Mögliche. Über alles Mögliche, was rund um den Kosmos S04 halt aktuell ist. Ich dachte, ich probiere das heute mal aus. Zufällig gesehen, ja, rechnet jetzt keiner mit, ne? Deswegen, das wird jetzt auch noch ein bisschen dauern, bis der ein oder andere da ist, Toysi. Die gucken alle gerade, hä? Das ist gar nicht die gewohnte Uhrzeit einfach. Ja, okay. Sonst alles klar bei dir, Toysi? Dann würde ich sagen, starten wir schon mal ein bisschen durch. Okay. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne auch Fragen zwischendurch stellen jetzt zum Kanal oder so. Ach so, ich wollte noch sagen, morgen werde ich ja streamen ab 10 Uhr. Genau, ab 10 Uhr bis 18 Uhr. Wenn ihr da jetzt noch Ideen habt, also der Stream steht so gut wie, aber ich habe noch. Ja, mindestens 2 Stunden hier habe ich noch offen, wenn nicht sogar 3, wenn ihr noch bessere Ideen letztendlich habt, dann lasst sie mich gerne mal wissen. Also Stand jetzt möchte ich gerne morgens mit euch Scribble spielen. Genau, FIFA möchte ich auf jeden Fall noch zocken mit euch 2 Stunden. Aber wie gesagt, da sind noch ein paar Timeslots, sind da halt noch offen. Also wenn ihr da Bock habt, mir ein paar Tipps zu geben, gerne raus damit. Genau. Okay, dann würde ich sagen, zocken wir mal. Oh, da kommen schon noch mehrere rein. Toi, sie sagt kein Ding. Ich hoffe, es geht dir gut soweit. Bei mir alles gut. Ja, alles gut soweit, ja. Ich habe heute frei gehabt, weil ich Sonntag wieder in Einsatz muss. Und alles cool soweit. Genau. Okay, Stefan, Glück auf. Revo, Mahlzeit. Schön, dass du mit dabei bist. Stefan, morgen hauen wir Hoppenheim weg. Jawohl, so machen wir das. So ist das. Sehr schön. Ralf sagt, hallo, Glück auf. John ist auch mit dabei und sagt, moin Kesti, hi, schön, dass du mit dabei bist. Hansa sagt, ahoi. Robert sagt, hallo Kesti. Und huch, wer ist denn da live, fragt der Kickoff. Wie gesagt, einfach ein bisschen zocken jetzt gleich mit euch und dann 20:15 Uhr, wie gewohnt, die ganz normal das Warm-up zum nächsten Spiel. Dann, genau, mach mal Community-Aufstellung. Ich dachte mir, ich probiere das einfach mal aus. Mal gucken. Vielleicht hat ja der eine oder andere Bock da drauf, auch mal Super Smash Bros. Zu gucken, so. Weil das ist eigentlich das Spiel, was ich in meiner Jugend nicht am häufigsten gespielt habe. Das ist wahrscheinlich Mario Kart. Aber Super Smash Bros., ich hatte wirklich eine krasse Super Smash Bros. Phase. Und das gibt es ja mittlerweile auch wieder auf der Switch. Und das hat meine Frau letztens gekauft. Und ja, das habe ich mir gedacht, zocke ich jetzt mal ein bisschen mit euch. Glück auf, morgen Sieg, sagt Christian. Rapid Ultra sagt Grüße aus Wien. Hoffentlich bleiben morgen die 3 Punkte zu Hause. Genau. Sind Viewer Games für Smash geplant? Bislang nicht. Nee, ist auch gar nicht mehr im Internet verbunden. Beziehungsweise, ich glaube, man muss sich da kostenpflichtig anmelden, habe ich wohl gesehen. Ja, kann ich mal machen. Aber wie gesagt, generell, mal gucken. Ich guck mal einfach, wie es euch so gefällt. Mal gucken, wie sich das entwickelt, Yoshi. Okay. Hallo, warum so früh? Fragt Gerd. Spontane Eingebung und ja, genau. Einfach mal ein bisschen zocken. 20:15 Uhr machen wir aber den gewohnten Content, Warm-up, TSG Hoffenheim und wie gesagt, jetzt einfach mal ein bisschen spielen, wenn ihr dabei sein wollt. Sehr, sehr gerne. Ansonsten nachher einfach nochmal reinschauen. Okay, so. Jo, das ist das Spiel. Also, wie gesagt, aus meiner Jugend.
Früher auf dem GameCube gab war das, glaube ich. Genau. Und das ist jetzt die neue Version für die Switch. Ich bin da noch nicht so drin geübt drin, aber ich habe mir die Gegner dennoch schon mal etwas stärker eingestellt, weil ja, wie gesagt, ich habe das früher schon sehr, sehr häufig gezockt. Dennis, moin, schön, dass du mit dabei bist. Toysi, Nintendo hat einfach die besten Exklusivtitel. Yo, Aki, wann? Aki, Glück auf, schön, dass du mit dabei bist. Okay, gucken wir mal. So. Okay. Hier mal eine Zufallsstrecke. Oder Zufalls. Ja. Arena. Genau. So, das ist auch noch relativ am Anfang. Ich bin wohl ein bisschen eben schon angefangen auch zu zocken, aber habe jetzt gerade auch nur zwei, drei Spieler freigeschaltet. Bowser, Ness und Zelda. Und ja, genau, los geht's. Meistens zocke ich mit Yoshi tatsächlich, weil ich könnte zur Feier des Tages könnte ich auch ein... ich glaube, ich kann das auch blau machen. Ja, genau, natürlich. Haben wir ein blaues Yoshi. Genau, und Computer machen wir Zufall. Zufallsgenerator. Okay. Hallo zusammen. Hi Daniel, schön, dass du mit dabei bist. Okay. Oh, oh, da geht's schon los. Also wer es nicht kennt, das Spiel, kann ich nur empfehlen. Es macht sehr viel Spaß. Wobei ich aber auch dazu sagen muss, die haben nicht viel geändert auf der Switch. Also es ist echt noch genau das gleiche Spiel wie damals. Nur mit einer etwas besseren Grafik. Und etwas, ja, etwas anders verhalten sich die Attacken. Aber im Endeffekt ist es das gleiche. Ja, und viele neue Items und neue Charaktere. Was war das? Warum musste ich gehen? Scheiße. Also Ziel des Spiels ist es, wer es nicht kennt, einfach von jeden anderen von der Plattform hauen. Und je mehr Schaden ein Gegner hat, desto leichter fällt er runter. Das heißt, wenn ich ihn jetzt irgendwie schlage, trete, meinen Gegner, dann passiert da nicht viel. Oh, jetzt habe ich hier meine Super. Oh, nein, habe ich doch nicht. Na, habe ich. Oh, daneben. Mist. Das war jetzt gerade meine Superattacke. Genau, also je öfter ich getroffen werde, desto leichter falle ich runter. Das gilt auch für den Gegner. Oh Gott. Oh. Und das war so eine super Attacke von ihm. Okay. Schalker Yoshi, genau. Grafik ist echt super, sagt Tassenfan. Ja, besser als damals auf jeden Fall, das stimmt. Glaube, ich hab verloren, oder? Oh, verdammt. Oh, oh, Glück gehabt. Gerade zu Ende. Bist du online? Nein, ich bin nicht online. Oh, Sundance. Oh. Sudden Death heißt schneller Tod und der soll jetzt auch bitte. Oh mein Gott, ey, Kesti, ey. Konzentrier dich doch. Der sollte jetzt gerade eintreten und ist er auch, aber dummerweise bei mir. Okay, machst du jetzt als Warm-up für den Stream einmal eine Runde zocken? Gucken, je nachdem wie die Zeit ist. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass ich ab und zu einfach mal früher reinkomme und dann noch ein bisschen mit euch zocke, aber dann, wie gesagt, 20:15 Uhr. Ganz normal dann den üblichen Content.
Wohnst du in Gelsenkirchen? Nee, ich wohne nicht in Gelsenkirchen, ich wohne im Münsterland. Und wie bist du Schalke-Fan geworden? Ich bin durch meinen damals besten Kumpel, also auf der Grundschule, und durch meinen Opa bin ich eigentlich Schalke-Fan geworden. Genau, das ist. Da wächst man halt so rein, ne? Das bekommt man so mitgegeben einfach. Und mein Bruder ist Bayern-Fan damals gewesen, aber ich wollte mich wahrscheinlich auch einfach ein bisschen abheben von meinem Bruder. Da habe ich gesagt, nee, also Bayern-Fan mache ich nicht. Und dann bin ich Schalke-Fan geworden, weil es aber auch mein Opa und mein bester Kumpel gewesen sind. Eigentlich vom Ton her alles in Ordnung. Morgen wieder 14 Stunden Stream? Nee, morgen machen wir einen 8 Stunden Stream von 10 bis 18 Uhr. 14 Stunden machen wir mit Sicherheit auch mal wieder, aber jetzt morgen machen wir erstmal 8. Dann mal gucken, was wir alles machen. Genau. Auch da nochmal die Frage. Ey, guck mal, jetzt trägt ihr mich hier weg. Was ist das denn? Mein Gott. Jetzt bin ich auch mal gefangen. Ey, ey. Das sind auch Sachen, da wird es früher nicht gegeben, du. Was wollte ich sagen? Ich weiß gar nicht mehr. Achso, ja genau, 8 Stunden. Gerne ein paar Tipps geben, was ihr sehen wollt. Wir werden auf jeden Fall Scribble zusammenspielen. Also Scribble ist ein Spiel, da könnt ihr mitzocken. Da werden so ungefähr 10 Leute von euch können so mitzocken. Ich weiß jetzt nicht genau, worauf Scribble begrenzt ist, aber das ist im Endeffekt Montagsmaler. Das zocken wir als erstes. Direkt morgens um 10. Also wer da mit mir Montagsmaler zocken möchte, kann da gerne in den Stream kommen und dann das kann man sich auch gut angucken und sehr gut mitraten auch. Wow! Und schon wieder weg. Ey, ich habe irgendwie immer das Problem, dass ich glaube ich die Schwierigkeiten zu hoch für mich einstelle. Boah, guck mal, jetzt bin ich nur groß so. Plus 2 Stunden, wenn Schalke gewinnt. Stimmt, Revo. Ja, habe ich gesagt. Wenn zeichnen und raten, genau. Ja, Cass ist Englischlehrer. Scribble.io, genau. Geht das auch am Handy? Ja, ich glaube ja. Ich glaube ja, aber du kannst es selber ausprobieren. Geh mal auf scribble.io und dann findest du das. Warte mal. Ach so, warte, ihr könnt gerade mal testen. Ich habe hier gerade einen Raum aufgemacht. Also, wir werden das jetzt natürlich nicht zocken. Aber ihr könnt trotzdem mal testweise reinkommen, wenn ihr das wollt. Wenn ihr morgen mitzocken wollt, dann werden natürlich schnell weg sein die Plätze. Aber so, ich stelle euch mal einfach einen Link hier rein, dann könnt ihr das mal ausprobieren, mit reinzukommen. Kennen wohl Scrabble, was ist Scribble? Genau, es ist einfach Montagsmaler. Im Endeffekt ist es Montagsmaler. Ah, guck mal, der erste ist reingekommen jetzt ins Spiel. Kickoff ist drin. Elendil, Boris, Felix. Guck mal, das klappt doch super. Ich weiß nicht, wie viele insgesamt rein können. Oh, ihr habt aber Bock, ey. Hui. 8 Leute schon. Krass. Aber wie gesagt, zocken wir erst morgen. Morgen um 10 Uhr dann, ne? Aber ja, wie gesagt, müsst ihr dann direkt reinkommen, wenn ich den Stream anstelle.
Okay. Acht Leute sind wohl drin. Mit acht Leuten kann man das zocken, sehe ich gerade. Ja. Wie lange streamst du heute? 21:45 Uhr, Ibrahim. Offiziell. Gucken, wie lange. Keine Lust, mal irgendwann Mario Kart Online zu zocken? Doch, habe ich. Ja, muss ich aber einfach noch online einrichten. Bin da noch ein bisschen zu doof für. Schickst du den Link fürs Game dann nochmal rein? Ja, klar. Morgen schicke ich den rein. Morgen schicke ich den rein. Danach können wir auch ein paar Mal. Na, nee. Lass ich mal weg. Mal gucken, wie sich das morgen entwickelt. Grundsätzlich kann man natürlich dann aber auch wechseln, ja? Da müssen wir vielleicht zwischendurch einfach mal sagen, ey, macht jetzt mal bitte Platz für die nächsten Spieler, wenn da mehr Interesse ist, auch noch bei Scribble mitzuspielen. Aber ja, generell morgens 10 Uhr wird erstmal festgelegt, wer dann als erstes loszockt, genau, mitspielt. Okay. Gucken wir mal. So, jetzt seid ihr alle wieder raus, ne? Genau, okay. So, wieder Zufall. Heute, wem ich auch immer richtig gerne gezockt habe, ist Pikachu. Ist jetzt dummerweise gelb, das Viech, ne? Aber ich glaube, das können wir auch nicht ändern. Aber hier eine blaue Mütze. Ach, guck mal hier, schön. Sehr schön. Komm her, du. Donkey Kong, du. Und zack. Oh, nee. Habe ich noch nicht einmal gescheit getroffen hier. Ah, jetzt. Wow. Digga, jetzt flieg. Oh, nein. Jetzt fliege ich. Wow. Komm her. Also ich war früher eindeutig besser, merke ich gerade. Hey. Oh, nicht gut. Nicht gut. Das war gar nicht gut. Was will eigentlich der Wal unter dem Schiff? Ich sehe gar nichts. Komm, boah, dumm. Geh. Geh mit Gott, aber geh. Oh, nicht gut. Auch nicht gut. Mach ich den Fehler aber auch dreimal, ne? Mein Gott, ey. Eieiei, Tekken war der Hammer. Oh, yo, Thomas, das stimmt. Das stimmt allerdings, ey. Tekken war echt gut. Tekken war früher auch ein Spiel. Also, brauche ich gar nicht zu sagen, glaube ich, ne? Spielst du auf Amateur? Ne, ich habe Stufe 6. Ich weiß nicht, wer von euch zockt. Stufe 6 ist eigentlich schon gehobeneres Niveau, sagen wir es mal so.
Boah, so Beat'em-ups bin ich immer schon schlecht gewesen. Einfach irgendwelche Knöpfe drücken und hoffen, es bringt was. Das war mein Motto. Toll, sie fühle ich. Fühle ich absolut. Hallo und Glück auf, aber warum so früh heute? Einfach, weil ich heute mal vorher ein bisschen was zocken wollte. Oh, mein Gegner. Den können wir jetzt freispielen. Oh nein, ey. Und ich fange so an. Und ich fange so an. Oh, scheiße. Oh Gott. Kessi versenkt sich immer selbst. Ja, danke, Revo. Hast es noch angekündigt? Oh Mann. Oh Mann. Und ich erzähle auch noch, ich kann das Spiel gut. Weiter geht's. Nee. Hab vor einem Jahr das auf Wii U gezockt und Kirby war dein Lieblingscharakter. Okay. Kirby ist auch ganz cool. Kirby kann sich verwandeln in den jeweils anderen. Ich kann zumindest eine Attacke dann machen. Und tschüss. Hey, hey! Ich habe hier einen Ruf zu verteidigen. Oh. So, mein Freund. So sieht's ja nicht aus. Oh, verdammt. Gegen Fox musst du gewinnen, ist deiner Meinung nach der schlechteste. Okay, machen wir das jetzt. Hau ab. Oh, der Hammer. Das ist geil. Oh, das ist nicht so geil. Jo. Kessi, stell dir vor, das wäre Jochen Schneider, dann klappt das. Sehr gut. Schon getippt bei Kicktipp. Ja, habe ich, MK. Habe ich. Ja, gut, dass du nochmal fragst. Danke dir. Aber habe ich jetzt. Ja. Ich bin so ge gespannt auf morgen. Ich fieber bei dir so mit. Ja, ich bin auch mega gespannt. Ich freue mich so auf Seat, wirklich. Aber, ja. Abwarten, was das gibt, ey. Es ist halt immer das Gleiche, ne? Wir treffen uns, also bislang ist zumindest immer das Gleiche. Wir treffen uns, gucken gemeinsam den Stream, beziehungsweise ich sitze natürlich hier und dann schauen wir uns eine Mannschaft an, die ja eigentlich keine Mannschaft ist. Aber sprechen wir nachher noch drüber.
Gegner müssten alle schwarz-gelb sein, könnte helfen. Genau. Und morgen früh gibt es eine Nachricht, sie hat Verletzung mit Bänderriss. Bitte nicht. Bitte nicht. Sag's ruhig, die ist tot. Für die Vergangenheit will ich das gerne unterschreiben, aber naja, ich bin immer so ein Mensch. Ich denke mir, die Vergangenheit hat nicht unbedingt immer was mit der Zukunft oder mit der Gegenwart zu tun. Kann man jetzt sagen, ist schönreden. Denke ich, gebe ja einfach nur immer wieder die Chance, doch noch was zu reißen. Komm her, du. Oh, jetzt hat sich das umgekehrt hier. Oh, falsche Richtung, ey. Kennt ihr das? Oh, das ist so bitter. Oh, er hat sich die Steuerung umgestellt. Er hat irgendwas aktiviert, dass ich nur noch... Dass wenn ich nach rechts gehe, ich dann nach links gehe. Versteht ihr, was ich meine? Oh. Doch, tschüss. Samus. Kannst du mal wiederkommen, wenn du mir gewachsen bist. Oh, verdammt. Oh, ah. Okidoki, Groß hat auch in der PK genau das gesagt, da fehlt die Qualität und mit dieser Mannschaft wird es nix. Okay. Ich wundere mich immer selbst über mich, immer wieder absolute Vorfreude aufs Spiel, trotz dass ich eigentlich von unserer Mannschaft nichts erwarte, was mich überraschen würde. Mann, sind wir Schalker bekloppt. Wo ist das? Es ist wirklich einfach so. Hi Amigo, schön, dass du mit dabei bist. Morgen um 5:30 gibt es das erste Siegerbier. Positiv denken, sagt MK. Oh, neuer Gegner. Und tschüss. Hey Matthias, danke für die Mitgliedschaft. Sehr cool. Wahnsinn. Danke dir. Da ist er ja, der Botschafter. Wo ist er denn, der Botschafter? Ach, da ist er. Hi. Ha, yeah, sagt er. Moin, schön, dass du mit dabei bist. Sehr cool.
Wann telefonieren mit Jochen Schneider? Gute Frage eigentlich. Ich habe wissen wahrscheinlich einige gar nicht, das ist schon echt eine Zeit lang her. Ich habe mal Jochen Schneider parodiert auf dem Kanal, weil ich auch ähnlich aussehe, zumindest von den Haaren her oder von der Frisur. Ja. Waren so auch Anfänge halt auf YouTube, ne? Weiß ich nicht. Wenn ich da, ja doch, mache ich bestimmt nochmal. Aber ja, cool. Was wirst du machen, wenn Schalke mal wieder gewinnt? Was werde ich machen, wenn Schalke mal wieder gewinnt? Frage ist, was würde ich dafür machen? Ich würde dafür sehr, sehr viel machen. Jochen Schneider hat doch gar keine Zeit zum Telefonieren, arbeitet doch Tag und Nacht laut groß. Er wird schon was dran sein, ne? Also wenn der Moment nicht Tag und Nacht arbeitet, dann, ja, was macht er dann? Was willst du denn? Hallo? Ey! 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 Scheiße! Was hat jetzt für ein Baum? Ach komm, hör auf, ey! Geh! Geh mit Gott, aber geh! Unangenehm! Baseballschläger. Bam. Tschüss. So, jetzt hab ich hier mal einen Kumpel. Siehst mal, wie das ist. Ist das nicht die Map von Ness? Nee, das war nicht die Map von Ness. Das ist eine andere, ne? Das ist, glaube ich, irgendwie zwei Häuser, eine Straße davor. Hi René, schön, dass du dabei bist. Ihr müsst auch bedenken, dass wir uns bei einem Sieg morgen ganz schnell neue Themen zum Meckern überlegen müssen, sagt MK. Ach nee, da fallen mir noch genug Sachen ein. Da bin ich mir sehr sicher. Ich glaube, das kriegen wir alle hin. Ich glaube, das kriegen wir alle wohl hin. Mein Ziel soll es auch nicht sein zu meckern, aber das wird auch nach einem Sieg wieder nicht einfach erledigt sein. Hast du dir verdient, Cassie? Danke dir, Matthias. Danke dir. So, wir nehmen mal. Soll ich hier mal Donkey Kong? Wenn
Schalke gewinnt, lässt sich Kästchen mal die Haare wachsen. Oh ne, das sieht seltsam aus. Das sieht seltsam aus. Hey, hey, komm. Mein Gott, was mache ich denn hier? Lass mich ja hier richtig verprügeln von Mario. Oh, übrigens, Schalker Botschaft hat heute einen Stream gemacht. Sehr, sehr cool. Also der hat bestimmt 2 Stunden lang gestreamt und ganz locker und easy peasy hat er sich mit uns unterhalten, also mit uns Zuschauern. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und, achso, was kann ich noch erzählen? Gute Thiele ist ja auch da. Mit dem habe ich jetzt ein Video aufgenommen. Das kommt morgen. Neues Wer bin ich? Diesmal in der Schalke 04 Edition. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Das habe ich ja schon mal mit Nico gemacht, mit Werder Bremen. Jetzt nur Schalke 04. Zack, Donnerschelle. Komm, hau ab, Junge. Hau ab, komm, ich stampf dich in den Boden. Nicht gut, das will ich haben. Danke. Und tschüss, ich hau ab. Geil. So, ciao mit V. Und zack, tschö mit Ö. Ja, hat mir auch Spaß gemacht, das Stream heute Mittag, habe leider die erste Hälfte verpasst. Ja, war cool. War aber nicht geplant, ja, hat man gemerkt, aber ey, war super, super entspannt. Richtig, richtig easy peasy. Richtig cool. Richtig cool. Wenn Schalke gewinnt, besaufe ich mich. Wenn Schalke fehlt, besaufe ich mich auch bei Unentschieden. Ihr wisst schon. Ah, du besaufst dich. Okay, alles klar, verstanden. Glück auf, Macho. Moin, schön, dass du mit dabei bist. Haben wir noch Elendil. Hoffen tue ich auf einen Sieg, aber ich habe unentschieden getippt. Nightbot, hallo Nightbot, schön, dass du mit dabei bist. Cassie Bannmann, Nightbot, der macht Werbung für sich selbst. Auch nicht schlecht. Ob du noch gewonnen hast mit 150%. Ja, sicher, sicher, sicher. Habt ihr doch bislang auch gesehen, ne? Also, da war ja. Okay, vielleicht das eine oder andere Mal. Nicht ganz so gut, aber insgesamt war okay. Servus Metalcore, moin. Schön, dass du mit dabei bist. Oder bin ich gespannt? Thiel ist schon mal gespannt, was dann passiert morgen. Während Wer bin ich? Sehr gut. Selber dabei gewesen, aber. Ist gespannt. Okay, sehr gut. Achso, ich mache immer super. Also, wenn ihr jetzt Vorschläge habt für morgen, ne, lasst sie bitte raus. Also, wenn ihr mal irgendwas Cooles gesehen habt, bei einem anderen Streamer vielleicht, was man super einfach umsetzen kann, für morgen gerne raus damit. Also wir haben noch Platz morgen. Generell morgen nochmal zur Info. Ab 10 Uhr findet der Stream statt. 10 bis 18 Uhr heißt 8 Stunden Stream morgen. Und ja, wenn ihr noch Ideen habt dafür, gerne raus damit. Wen nehmen wir? Wen nehmen wir? Boah, eigentlich nimmt man ja doch immer die gleichen, ne?
und zieht das jetzt auch durch. Yoshi, mein Bruder. Hey. So. Casey, falscher Knopf. Wieder mal kräftig am Cheaten. Am Cheaten? Ja, wüsste ich jetzt nicht. Wüsste nicht, wie man in dem Spiel cheaten kann, aber. Komm, gegen Peach müssen wir gewinnen. Alles andere ist peinlich. Das ist Zelda, oh, sorry, hab nicht aufgepasst. Hast recht. Sehen auch alle gleich aus. Zelda ist auch so ein Charakter, den sieht man nie, ne? Spielt ja immer mit Link, genauso wie Peach. Peach wird ja direkt am Anfang immer entführt in jedem Spiel. Aber die siehst du, mit der spielt man eigentlich kaum. Ja, ist okay, außer bei Mario Kart natürlich, da ist ja auch immer mit dabei. Oh, verdammt. Nee! Oh! Und nee, ne, war das lost. War das lost. So einem Fummel an könnte ich so auch nicht so richtig hauen. Naja, sie hat trotzdem gewonnen. Eieiei. Morgen geht nur ein Sieg, sagt Kai. Ja. Vielleicht mal Videos von coolen Interviews, Ausrastern und sowas. Also Reaktionen. Reaktionen. Ausraster. Okay, danke dir. Danke dir. Toysi, ja, Kesti lässt sich von einer Frau verprügeln. So sieht's aus. Zwischendurch Tierlists. Ah, ich finde die, ich feiere die eigentlich nicht so, die da so hinterlegt sind. Weißt du, was ich meine, Thiele? Die müsste man eigentlich selber vorbereiten. Aber das kostet echt viel Zeit, die vorzubereiten. Finde ich. Tierlisten sind auch gut, sagt MK. Ich schreib's mal auf. Tierlists. Was sind Tierlists? Bitte um Aufklärung. Was sind Tierlists?
geh mal auf tiermaker.com, dann siehst du das schon. Das sind Listen, da kannst du selber bewerten, wie jemand für dich, oder ich sag mal, wie irgendwas für dich ist. Also muss nicht unbedingt Personen sein, können auch Vereine sein. Kannst du ein eigenes Ranking erstellen, wie gut du irgendwas findest oder wie, ja, keine Ahnung, oder wie schön oder wie toll. Beispielsweise, ich gebe dir mal ein Beispiel, eine Rangliste Innenverteidiger Bundesliga. Kannst du sagen, okay, der ist mein Lieblings-Bundesliga-Innenverteidiger. Das ist, also, keine, oder vielleicht sowas wie Weltklasse, internationale Klasse, kannst du selber dann einteilen. Kann jeder sich eine eigene Liste von machen. Problem ist halt, die müssen echt vorbereitet werden. Entweder die müssen vorbereitet werden, dann machst du sie selber oder du nimmst eine vorgefertigte. Ich habe mal eine vorgefertigte, hatte ich mal benutzt, da ging es um den Schalker Kader. Wer bleiben soll und wer nicht, nach meiner Meinung. Das war im Sommer. Ja, also habe ich auch schon mal gemacht mit T-List. Aber wie gesagt, da, normal musst du da halt. Ich habe gewonnen. Normal musst du da halt Bilder hochladen. Und also wie die Kicker-Rangliste, ja, ähnlich. Du kannst halt auch dein Ranking kannst du selber festlegen. Ich habe jetzt bei OneFootball habe ich eine Tierlist gesehen. Die haben jetzt zum Beispiel Kultfußballer bewertet. Und haben die einfach als oberste Kategorie haben die genommen Darkwing Duck. Ich habe es nicht mal richtig verstanden, was sie mir damit sagen wollten, aber das war jedenfalls das Beste. Und danach war Disneys große Pause. So, irgendwie vom Kultfaktor her wollten die, glaube ich, unterscheiden, diese Rangliste. Also ja, sehr, sehr wild auf jeden Fall. Du kannst halt selber bestimmen, wie das Maß nachher aussieht, wie du das danach bewertest. Könntest du auch die erste Kategorie könntest du Weltklasse nennen zum Beispiel und die letzte kannst du ein Ei draufschlagen nennen. Ist ja also sehr frei in dem, was du da machst. Später was denn? Oh, ist noch ein bisschen. Okay. Aber ich zocke echt gerne mit Bowser, ne? OneFootball hatte ein geiles Design, aber die Überschriften sind immer interessant. Ja, wirklich, sehr interessant. Ja. Ey, ey. Och, nee, ey. Kesti, was ist los mit dir? Wieso soll ich das jetzt wieder aufholen? Ja, mach's einfach. Zu hier. Ey, jetzt schmeißt das Ding mich hier runter, oder was? Tim, moin, schön, dass du mit dabei bist. Ey, ey. Tierlist wollt ihr also haben. Dann mach doch mal Vorschläge für Tierlisten. Dann müssen wir nicht vielleicht alle morgen machen, aber müssen ja schließlich noch vorbereitet werden. Aber wenn ihr mal einen Vorschlag habt, was ihr gerne haben wollt, keine Ahnung, das können wir da machen. Beispielsweise. Lieblingsspieler, also nach Beliebtheit könnten wir so sortieren. Wir könnten auch. Boah, ich habe ja eben schon mal so ein Super-Ranking gemacht, ne? Wo ich alle mal nach Qualität bewertet habe. Ich weiß nicht, wer das nicht gesehen hat, es war ein 3-Stunden-Stream. Das war auch verrückt.
Aber cool. Aga, hi, schön, dass du mit dabei bist. Beste Innenverteidigung. Ey, ey, was macht der Hund da? Hopp, Junge, ich seh nix. Junge! Hallo! Ja. Junge! Ah, jetzt. Oh, Sudden Death. Ach, echt, da kriegt doch für Sudden Death. Ja, dann, ciao. Muss man Mario Party spielen, falls du das hast. Zusammen mit deiner Frau oder noch besser mit der Community wäre sicher lustig. Ja, Mario Party haben wir früher auch viel gezockt, aber aktuell habe ich das nicht. Gibt's das jetzt auch für die Switch? Wahrscheinlich, ne? Was ist das dann? Mario Party 9, 10, 20? Beste Innenverteidigung als Tierliste. Beste Außenverteidigung als Tierliste. Aber lieber nicht bundesligaweit. Also ich kenne mich da nicht so gut aus, ehrlich gesagt, bei den anderen Mannschaften. Aber die besten deutschen Spieler der letzten 25 Jahre ohne Bayern-Spieler. Ohne Bayern-Spieler, das ist ja schon schwierig, ne? Das ist ja schon echt schwierig. Ich meine, selbst die wir jetzt nicht unbedingt als Bayern-Spieler verbinden, die haben zwischendurch auch mal so ein, zwei Jahre einfach bei den Bayern gespielt. Wenn ich jetzt mal so an, keine Ahnung, wer geht mir da jetzt durch den Kopf? Lukas Podolski war auch mal bei den Bayern. Selbst Mario Götze war mal bei den Bayern. Keine Ahnung, Thorsten Frings war mal bei den Bayern. Das ist echt schon schwierig. Vielleicht auch einfach mal bei OneFootball reinschauen und inspirieren lassen. Die haben oft gute. Okay. Sandro Wagner war auch mal bei den Bayern. So sieht's aus, Aga. Selbst ich war mal bei den Bayern, sagt Champagne von Hollywood. Siehst du? Kann ich dich auch schon nicht mehr nennen. Komm, Pikachu geht nur mit Mütze. Das müssen wir mal festhalten. Dafür ist ja zu gelb. Hey! Oh, Kissy. Oliver Neville. Wer ist dein bester Charakter in Smash? Mein bester. Also ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel jetzt, das neue, habe ich erst seit kurzem. Deswegen bin ich da noch nicht so gut wieder drin. Früher habe ich bei, habe ich auf der GameCube das immer gezockt. Ich glaube, es war die GameCube damals. Jedenfalls, da waren meine Besten immer Pikachu und Yoshi. Aber die nutze ich jetzt eigentlich auch ganz gerne. Es sind eigentlich die gleichen Attacken geblieben. Ah, nee, komm, ey. Und tschüss. Was ist das denn? Ey. Ja,
Also wie gesagt, Smash war so eins der Spiele, die ich wirklich gesuchtet habe früher. Dazu gehört auch Mario Kart, Mario Party teilweise auch. Also wie gesagt, ich war ein richtiges Nintendo-Kind. Richtiges Nintendo-Kind. Da bin ich dann irgendwann aber wieder von abgekommen. Ich bin ganz froh, dass ich es jetzt wieder mache, weil... Keine Ahnung, kann ja auch nicht alles immer ernst sein im Leben. Deswegen. Das war wahrscheinlich die beste Investition, Switch zu kaufen seit langem. Ich spiele fast nur Sportspiele, bis auf gelegentliche Ausnahmen, kenne das Spiel auch erst seit gerade. Ah, okay. Gute Entscheidung von den meisten Profis wird Pikachu als der insgesamt beste Charakter gesehen. Ah, cool. Ja, wusste ich nicht. Genau, also wie gesagt, so tief bin ich da nicht drin. Ich zock's jetzt seit jetzt gerade erst wieder. War gut heute bei Schalke Botschaft. Ja, war echt gut. Hat echt Spaß gemacht, ja. Das Spiel habe ich noch nie gesehen, sagt er. Okay. Ja. Kannst du auch nur, wenn du Nintendo gezockt hast. Oh, ein Herausforderer. Pikachu hat einen echt großen Nachteil, und zwar diese Attacke, mit der lege ich mich regelmäßig, haue ich mich selber vom Feld. Hoppala. Ah, das war jetzt nicht die Attacke, das war einfach nur ich. Ah, das war die hier. Die meinte ich. Dass ich das aber auch nochmal zeigen muss dann. Unglaublich. Achso, Spieler freischalten. Ja. Okay. Glück auf, SL4. Moin, schön, dass du mit dabei bist. Ja, habe ich, aber mehr Mario Kart, Yoshi Island und Donkey Kong. Ach, krass. Okay, cool. Es ist ein cooles Spiel. Ist wirklich cool. Es gibt Profis bei Super Smash. Also ich glaube nicht, dass es ein richtiger E-Sport-Titel ist, oder? Ah, Max sagt das, okay, gibt es, okay, krass. Was sagt deine Frau dazu, dass du immer am Stream bist? Immer bin ich ja nicht am Stream, ne? Aber, ach, sie kann sich mit Sicherheit was Schöneres vorstellen. Braucht man nicht drum herum reden. Aktuell aber noch nicht viel. Mal gucken, was da so, wie sie es auf Dauer sieht. Mal gucken. Ramazan, moin, schön, dass du mit dabei bist. Wer bist du denn? Ein Stern, du. Ah, lass mich in Ruhe. Also, was ich früher auch gezockt habe, war ganz extrem Pokémon.
Also auf dem Gameboy natürlich. Das war mein Spiel. Das war wirklich mein Spiel. Natürlich erst die, bei mir war es die rote, mein Bruder hat die blaue gekauft. Und nachher habe ich die gelbe hatte ich natürlich zwischendurch auch. Aber dann die silberne habe ich dann gezockt. Das ist auch meine All-Time-Favorite Version von Pokémon. Das ist einfach nur geil. Ey, hör auf, Alter. Ey, hör auf, Mann. Ich glaube, das Spiel werde ich nicht gewinnen. Ey, was ist das denn? Boah, jetzt klatscht er mich echt noch mit 160 Schaden. Klatscht er mich nochmal um. Komm, jetzt hau ab, Alter. Hau ab. Hau ab, jo. Das gibt's auch gar nicht. Jetzt treffe ich nochmal. Guck mal, ein Kind über 30. Ja, ist so. Ist so. So, Kästchen, bin raus für heute. Cool, dass du früher angefangen hast. Dann konnte ich so mit dabei sein. Viel Spaß dann noch. Hau rein, Thiele. Du bist jetzt gleich am Stream, ne? Also wer gleich Bayern gegen Gladbach gucken möchte, beziehungsweise kommentiert haben möchte, kann gerne zu Kickoff wechseln. Ja, wie gesagt, da bekommt ihr das Spiel. Genau. Okay, und ansonsten geht's bei uns hier natürlich gleich 20.15 Uhr geht's los. Dann machen wir erst die Community-Aufstellung und dann sprechen wir über alle möglichen Themen rund um Schalke 04. Wieso hat Mario das Luigi-Outfit? Keine Ahnung. Es ist nie zu spät für eine schöne Kindheit. Jo, genau. War Silber nicht Lugia? Du meinst auf dem Cover? Nee, was war das denn? Was war denn da auf dem Cover? Weiß nicht, irgendwie Zapdos... Warte, Zapdos. Ich weiß nicht mehr, die ersten drei mystischen Pokémon, die waren da auf dem Cover. Warte mal, wie ist denn der nochmal? Zapdos war, glaube ich, das Elektro-Pokémon. Lugia? Ja, kann sein. Ja, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie das hieß. Dann bin ich heute Gladbach-Fan, also ein bisschen nach Schalke Botschaft. Okay. Cassie, ich wechsle jetzt auch zu Thiele rüber. Bist mir nicht böse, oder? Ich sehe dich morgen wieder. Grüß in die Runde. Natürlich bin ich nicht böse. Alles cool. Wie gesagt, guck du das, was du, worauf du Bock hast. Und mach dir über sowas keine Gedanken. Ist wirklich so. Also, du kommst noch oft genug wahrscheinlich zu mir rüber. Vermute ich mal, Toysi. Deswegen. Nico, wie hieß denn ein anderer nochmal? Aber ich glaube, du hast geschrieben, aber ich kann es gerade nicht lesen. Thank you.
wirklich gut. Nicht gut. Ey. Der mit seinem blöden Pinsel, ne? Macht er mich noch platt hier, oder was? Komm, geh. Und... jawoll. Schau mit V. Beste Attacke. Beste Attacke ever. Gefällt mir sehr gut bei Bowser. Sehr gut. Garados, Zapdos, Arctos, Lugia. Der Garados war ja kein mystisches, ne? Garados war doch die Weiterentwicklung von Carpador, oder? Zapdos, Arctos, genau. Zapdos, Arctos auf jeden Fall und Lugia. Ja, Lugia hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm, ja. Okay. Okay. War auf jeden Fall legendär, ja, absolut, absolut. So viel Zeit damit verbracht, ey. Lavados, ja, genau, Lavados, genau. Das war das Feuer-Pokémon. Ja. Einen machen wir noch. Einer geht noch und dann gehen wir rüber. Jetzt haben wir so viel über Pokémon gesprochen. Genau, Lugia kam später, ne? Genau. Die Farbe von Donkey Kong. Sich so nie einer auswählen. Oh, was war das? Oh. Der mich hier aus dem Leben. Und da mache ich es fast wieder selber. Geh, Junge! Geh! Danke. Warum jetzt plötzlich so viele Heinis hier rumrennen? Hallo? Ey. Vier Gegner und ein Relaxo, was hier runterknallt. Ja, was willst du denn da noch beißen? Achso,
Auge. Jo. So, Leute. Das war Super Smash Bros. Also, wie gesagt, absolute Kindheitserinnerung für mich. Absolut geiles Spiel, kann ich nur empfehlen. Genau. Gönnt euch das auf jeden Fall, wenn ihr da ein Herz für habt. Okay, er zockt einfach Smash, nice. Ja, genau. Ganz faires 4 gegen 1 von Donkey Kong, genau. Einfach mal 4 Leuten gegen mich. Okay. Wie spät haben wir es? 20.13 Uhr. Ich würde sagen, wir starten mal ganz langsam und ganz smooth da jetzt rein. Ich habe mir heute die PK angeguckt von Christian Groß. Er hat gesagt, dass Bujelab weiterhin noch fehlen wird. Er hatte ja diese Entzündung am Kiefer. Er wird auf jeden Fall fehlen. Auch Skripski wird weiterhin fehlen. Wer wieder mit dabei ist, ist Benito Raman. Und Salif Sané und Omar Mascarell, die sind aktuell fraglich. Also es müssen wir gucken, ob die morgen spielen. Einfach mal abwarten. Genau. Ja, ich freue mich erstmal mega, dass Benito Raman wieder da ist. Einfach mal wieder ein bisschen mehr Druck und ein bisschen mehr Torgefahr auch. Benito war ja auf einem echt guten Weg. Bis er dann wieder durch eine Verletzung zurückgehalten wurde. Schade, schade. Aber ja, er ist auf jeden Fall wieder mit dabei. Das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht. Dann, was mich wirklich krass gewundert hat eigentlich auf dieser PK, muss ich ganz ehrlich sagen, also das fand ich echt inkonsequent, muss ich auch hier nochmal ganz klar sagen, von Christian Groß. Er meinte, also bei mir, Torhüter, also den bestimme ich einmal und dann ist er das und da will ich auch keine große Rotation auf der Position haben. Nur um kurz danach dann zu sagen, ja übrigens, Renault, der spielt dann gegen Wolfsburg im DFB-Pokal. Fand ich sehr inkonsequent tatsächlich, aber ja, muss er da verhalten, wie er will. Er ist der Chef. Wir werden es mal sehen. Renault, wobei ich natürlich sportlich gesehen überhaupt keine Bedenken habe bei Renault. Der wird wahrscheinlich sogar noch besser halten als Ralle, aber ich fand, er hat sich in dem Moment einfach widersprochen. Genau. So, dann TSG Hoffenheim. Ich gucke mal gerade kurz rein. So, die haben einige Verletzte tatsächlich auch. Genau, die haben einige Verletzte. Kevin Akpoguma fehlt, Benjamin Hübner fehlt, Kapitän Ermin Bicakcic fehlt, Harvard Nordweit, Konstantinos Stafilidis, Sebastian Rudi fehlt. Auch nicht schlecht, also gar nicht mal so verkehrt für ihn zu fehlen in einem Spiel gegen Schalke. Er wird ja immer noch bezahlt von Schalke. Und Florian Grillitsch und Dennis Geiger. Ich muss jetzt dazu sagen, die Daten habe ich jetzt von Transfermarkt. Ich habe mir nicht die PK jetzt noch angeschaut von Hoffenheim. Ich weiß nicht, wer da tatsächlich dann definitiv fehlen wird. Aber auf jeden Fall sind das viele, viele Verletzte, die haben. Gerade Florian Grillitsch und Dennis Geiger, das sind echte Namen. Und auch Benjamin Hübner natürlich als Kapitän. Ich habe gelesen, unter unserer PK, ich glaube, der Hauptkommentar oder der Kommentar, der am häufigsten wirklich kommentiert wurde oder der zumindest ganz oben stand, war einer von einem Hoffenheim-Fan, der geschrieben hat, ja, ihr nehmt eh eure Punkte von uns weg. Also wartet mal ab, macht euch keine Sorgen.
ihr kriegt eh die Punkte. Aber das hat mich da ehrlich gesagt daran erinnert, dass Flo, mit dem wir ja auch schon, mit dem ich ja auch schon ein Video gemacht habe, der ja Hertha-Fan ist, auch zu mir sagte, ja, Hertha ist ein Aufbaugegner für Schalke. Also, ne? Abwarten, abwarten, was das angeht. Okay. Dann lasst mal ein paar. Ach so, wir wollten noch mit der Community-Aufstellung anfangen heute eigentlich, ne? Machen wir auch so. 2015, wir machen erstmal die Community-Aufstellung. Okay. So. Guckst du, guckst du, guckst du. Aha, guckst du hier. Sehr gut. Ja gut, Leute, dann lasst mal auf jeden Fall hören, was ihr... oh, warte, ich muss es einmal kurz verschieben. Lasst mal einmal hören, wen ihr im Tor stehen haben wollt. Ich weiß, eigentlich haben wir jetzt Nummer 1, eigentlich ist die Frage müßig, aber wir machen das in alter Tradition. Wer soll für euch ins Tor? Fährmann oder Renault? Oder Lange? Schreibt's rein. Raman ist wieder da, hoffentlich spielt er auch, schreibt Kai. Yo, ratet mal, wie alt ich bin. Juju, Juju, du bist. Ich sage, du bist. Oh, jetzt kann ich mich ja nur in Kakao setzen. 16. Keiner, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, Juju. Ich weiß es nicht. Okay. Langer, Renault, Ralle, Ralle, Renault, Fährmann, Renault. Tönnies im Tor, auch nicht schlecht. Renault, Nick Buhr, Renault, Ralle, Renault. Ralle spielt eh. Ja, Ralle spielt eh, das ist uns klar. Nur, ja, wie gesagt, hier geht es einmal so, wie die Community aufstellen würde jetzt fürs nächste Spiel. Genau. Okay. Ich bin 10. Ah, okay, Juju. Okay, cool. Renault. Bin 51, sagt Philipp. Ihr seid alle willkommen. Ich habe auch sehr, sehr viele zum Beispiel, die sogar über 65 auch sind, was sehr, sehr ungewöhnlich ist für YouTube. Also man kann ja in den Statistiken, kann man das ja sehen. Ich habe sehr, sehr viele junge Zuschauer, ich habe auch sehr, sehr viele ältere. Also es ist wirklich ein Durchschnitt quasi, sag ich mal, auch durch die Fans von Schalke 04. Das ist echt krass. Okay, also die meisten sind für Renault gewesen. Okay, dann Renault. Linksverteidiger. Oh, das ist ja jetzt schwierig. Wer soll denn als Linksverteidiger spielen? Und bald 11, und wie gesagt, kann ich oft deine Streams nicht schauen wegen eingeschränkter Modus. Ah, okay. Okay. Ich habe ja gar nichts anderes eingestellt, aber okay. So, guckst du. Ja, komm, doofe Frage. Das war eine doofe Frage. Das war eine doofe Frage. Okay, SEO natürlich. Nicht mit der 23, aber mit der 20. Okay, Innenverteidiger, wer soll da spielen? Wir gehen jetzt mal davon aus, dass Salif Sané. Ja, komm, wir denken mal positiv. Salif Sané ist mit dabei. Also, ihr könnt auswählen zwischen. Also, er ist fraglich de facto jetzt fürs nächste Spiel. Wir tun jetzt mal so, als ob er definitiv dabei sein kann. Entweder Sané, Kabak, Nastasic oder Ciao. Wen wollt ihr haben? Bitte zwei Namen direkt schreiben. Bitte direkt zwei. Sunny noch verletzt? Werden wir sehen, Tim. Werden wir sehen. Er ist fraglich. Er ist fraglich fürs Spiel.
Aber nochmal, ihr könnt jetzt auch Sané nennen. Er ist wahrscheinlich von seinen Eltern eingeschränkt, kann das sein? Kann sein, ich, keine Ahnung, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Puh, Nastasic und Sané. Boah, da sind aber einige, die jetzt Nastasic und Sané haben wollen. Okay, ihr habt den Ozan Kabak schon verkauft, gedanklich, kann das sein? Kai, moin Kessi, bisher ist die Aufstellung ein Traum. Ja, für mich, du weißt. Okay, dann Nastasic und. Warte mal, Nastasic hat die 5. Und Sané. Okay, Rechtsverteidiger. Wer soll als Rechtsverteidiger auflaufen? Da wird es jetzt natürlich schon wieder ein bisschen schwieriger. Wir haben den. Wir haben den Stromboli, wir haben Chao, wir haben Schöpf könnten wir noch aufstellen. Sané, was hat denn der Sané nochmal? 26, ne? Genau, 26. Oh, das ist, Becker, stimmt, Becker haben wir auch noch zur Auswahl. Muss ich nur sagen, Becker auch. Bordon und Kristajic sagt Metalcore. Das geht leider nicht mehr. Würde ich auch feiern, aber ist schwierig. Wie fandest du den Stream von Andreas? Habe ich eben schon zwei, dreimal gesagt, fand ich richtig stark. Andreas kann, ja, kann unheimlich gut unterhalten, wirklich. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Ciao. Okay. Das ist Ciao. Dann, ach so, ja, wir wahrscheinlich wollen wir mit zwei Sechsern spielen, ne? Oder nur mit einem. Schreibt mal gerade rein. Entweder eins oder zwei. Einer für einen Sechser, zwei für zwei Sechser. Der Chao hat die 33, ne? Genau. So, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1. Für Sané ist noch zu früh, sagt Markus. Sané ist aktuell fraglich. Wir haben jetzt einfach Sané auch mit aufgestellt, weil wir gesagt haben, jawohl, der ist morgen mit dabei. Optimistisch gedacht. So, aber kann gut sein, dass er nicht spielt. Hast du recht, Markus. Sorry, aber unsere Aufstellung ist Banane. Wenn Hoffenheim auch nur einen Spieler aufstellt, dann haben wir doch wieder Probleme. Du meinst eher unsere Mannschaft, ne? Du meinst, glaube ich, eher unsere Mannschaft generell. Okay. Mach bitte eine Aufstellung mit zwei Stürmern. Das wollen, glaube ich, alle. Welche willst du da aufstellen? Ich meine, können wir noch mal fragen, auf jeden Fall. Warte mal, ich muss mal eben gucken. Wie viele haben wir jetzt hier? 2, 1, 2, 1, 1. 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Es ist eine knappe Mehrheit für 2. Eine knappe Mehrheit für 2. Okay, dann 2. So, ihr habt jetzt die Möglichkeit, nochmal abzustimmen. Wollt ihr in einem 4-4-2 agieren, also mit zwei Stürmern? Ich bin mir immer noch nicht sicher, wo wir die hernehmen wollen, die zwei Stürmer, aber können wir auf jeden Fall so machen.
Oder wollt ihr mit einer hängenden Spitze bzw. mit einem Zehner spielen? Also, machen wir es einfach. Ein Stürmer 1, zwei Stürmer 2. Die Abwehr immer aufstellen ist auch ein bisschen so, als ob man sich zwischen roten und gelben Slalomstangen entscheiden muss. Lass Suat mal weiter vorne spielen. Auf der 6 ist der Lost, sagt Harit. Ja, es sind mehr Einser. Es sind mehr Einser. Okay. Also klassisches System 4-2-3-1. Okay, wer soll denn auf der 6 spielen? Dann schießt mal los. Auf der 6 bitte zwei Namen direkt nennen. Ach, das sieht aber nicht schön aus hier. Komm her. So. Das Auge isst ja auch mit. Stamboli und Serda, Mascarell, Serda. Genau, Mascarell, auch Mascarell ist für morgen fraglich. Bei Mascarell gehen wir genauso wie bei Sané davon aus, dass er da ist jetzt. Okay? Also, wir gehen davon aus, dass Mascarell mit dabei ist. Ich weiß, dass er fraglich ist für morgen. Dennoch mit Mascarell. So, wen haben wir hier? Stamboli und Serda, Suat Omar, Serda Mascarell, Serda Benji, Mascarell und Bostoan. Auch nicht schlecht. Omar und Benji und dann Suat auf rechts. Benji und Omar, Bostoan und Serda, Stamboli und Mascarell, Stamboli Serda, Stamboli Serda, Serda auf jeden Fall. Fährmann und Mendil, Stamboli und Serda, Omar und Suat. Fährmann und Mendil, finde ich auch stark. Dann, den haben wir noch. Omar Fit, werden wir morgen sehen. Werden wir morgen sehen. Okay, ich würde sagen, die meisten haben, also sowieso erstmal für Suat Serdar. War jetzt auch keine große Überraschung. Aber danach war es, glaube ich, Stamboli. Ja, Stamboli. Okay, links außen. Wer spielt links außen? Wieso können wir nicht einfach überall Kolasinac aufstellen? Stark, Tim. Stark. Verstehe nicht, weshalb man einen Stomboli spielen sehen will, der völlig überfordert und viel zu langsam ist. Gleiches gilt für Mascarell. Serda und Bosso anspielen lassen. Sagt Pata. Totale Offensive zu Null spielen wir hinten eh nicht in der Bundesliga. Von daher auf Teufel komm raus, Hoffenheim zu Fehlern zwingen und ein, zwei oder drei Tore machen. Okay, Raman, Harit. Raman, Benito. Harit, Raman, Benito. Raman. Achso, Raman muss auf die 9, also links Harit, okay. Benito, Raman, Harit, Raman. Das ist eindeutig Raman. Würde ich auch so halten, auf jeden Fall.
meine, wer soll denn die Bälle mal nach vorne tragen? Wer soll denn mal schnell irgendwie hinter die Verteidigung kommen? Dann rechts. Wer soll rechts spielen? Hut in den Sturm, der trifft wenigstens das leere Tor. Sagt Harit. Harits Qualitäten liegen nicht auf dem Flügel, er ist unumstritten ein guter Techniker, entweder 10 oder nicht, sagt Ridden. Würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Nur wenn Raman mal fehlt, dann ist Harit für mich der Erste, der ihn ersetzen sollte auf der linken Seite. Dann muss ich auch sagen, dann lieber mit einem Harit auf der linken Seite. Das kannst du mit U zum Beispiel nicht machen. Den kannst du nicht einfach mal auf den Flügel stellen. So, rechte Seite war das, ne? Das ist. Steven ist verletzt, Matthias. Der kommt nicht, der wird nicht mitspielen. Ojibka, irgendwo muss der spielen. Stimmt eigentlich, ne? Also da legen unsere Trainer ja eigentlich wohl Wert drauf, dass Ojibka auch spielt. Mal gucken, vielleicht spielt er in der Innenverteidigung. Mal gucken. Felix, bitte nur einmal abstimmen. Das hast du jetzt 5, 6 Mal gemacht. Bitte nur einmal, Felix. Ah, das ist eindeutig Bosuan. Bosdoğan mit der Nummer 40. Und auf der 10. Wer soll auf die 10? Auch schon fast eine. Stellt sich auch schon fast von selbst auf. Moin Domi. Cool, dass du mit dabei bist. Glück auf AM auch. Moin. Ut, Harit, Harit, Amin, Harit. Oh, tatsächlich so viele noch für Harit. Krass. Ut, Harit, Harit. Ut, Ut, Harit, Harit. Ut, Harit, Ut, 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 Ut. Harit, Ut. Ut, 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 Ut. Mendil, Harit, Harit, Ut. Harit, Harit, Ut. Harit, Harit. Kessie auf die 10, auch nicht schlecht. Harit, Ut, Harit. 10, Ut, Ut, Harit. Roman, bitte nur einmal schreiben. Ach, Roman hat vorher auch schon ein paar Mal Harit wahrscheinlich geschrieben. Wie gesagt, bitte nur einmal schreiben, Roman. Okay, also wenn ich die alle nochmal so ein bisschen rausrechne, ich denke mal, ansonsten hat keiner hier großartig doppelt, ne? Ist, glaube ich, aber tatsächlich noch knapp geworden für Uth. Krass. Also ich hätte gedacht, das wäre sowas von eindeutig. Aber. Ja, Harit ist auch ein Qualitätsspieler eigentlich, ne? Muss er nur zeigen. Okay, dann in den Sturm. Wer soll in den Sturm? Jetzt haben wir natürlich wieder den Salat. Jetzt haben wir wieder den Salat. Jetzt kannst du eigentlich nur noch Kutucu aufstellen, finde ich. Also wie gesagt, wenn ich kann es nicht nachvollziehen, warum man einen. Hoppala. So, jetzt. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum man Hoppe in Kutucu vorzieht. Kann ich nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Fährmann auf die 10 und Langer in den Sturm. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Gerald Asamoah, die Antwort gefällt mir auch sehr, sehr gut. Das ist aber Kutucu. Kolasinac und Schula auch nicht schlecht. HW4, genau, HW4. Okay, Kutucu.
Kutucu. Kutucu. So, was hat denn der Kutucu? Ich glaube, ich 15, ne? Ich glaube, der hat die 15. Okay, das ist sie also. Das ist eure Community-Aufstellung. So, ey, was halte ich denn davon jetzt? Was halte ich davon? Erst einmal sieht das noch nicht schön aus hier. So, Abwehr bin ich absolut mit einverstanden. Torwart natürlich nicht, weil ich ein Ralle-Fan bin. Für mich gehört Ralle ins Tor, aber ey, Renault, sportlich gesehen ist der, also er hat richtig, richtig gut gehalten. Richtig, richtig gut. Also insofern alles cool. Kann man eigentlich auch nicht kritisieren. Dann Stobbeli und Serra auf der 6. Kann man auf jeden Fall machen. Mascarell wäre natürlich auch gegangen, aber ich finde Mascarell und Stormoli unterscheiden sich aktuell nicht so wirklich. Stormoli hat vielleicht sogar noch ein bisschen die Nase vorn, da muss ich euch recht geben, weil Mascarell einfach verletzt war. Genau. Dann Bostorn auf rechts finde ich sehr stark, finde ich eine sehr gute Wahl. Links Raman finde ich auch sehr, sehr gut. Als Zehner Uth finde ich gut. Andererseits, ich finde die jetzt einfach mal gut, die Aufstellung. Ich finde die gut. Der Einzige, der natürlich noch irgendwie fehlen würde, ist tatsächlich Amin Harit. Aber wenn er auch mal nicht aufgestellt ist, wie gesagt, muss er auch mit klarkommen. Und dann kann er ja später vielleicht noch eingewechselt werden und dann nochmal einen entscheidenden Ball machen. Ich würde mir echt wünschen, wenn Kutucu vorne in den Sturm reinkommt. Oder aber es eine andere Lösung gefunden wird. Ich meine, zur Not vielleicht. Zur Not. Mit Raman vorne in den Sturm und links mit Harit. Würde ich mich auch noch drauf einlassen. Aber bitte nicht wieder Hoppe. Also er hat halt in der U23 hat er auch gerade mal ein Tor geschossen. Ich weiß nicht, warum der jetzt plötzlich uns in der ersten Bundesliga Tore schießen soll. Was mein Tipp? 1-1 habe ich getippt, Roman. 1-1. Jo. So, dann gehen wir mal wieder zurück. 1-1. Denk noch an das Tippspiel. Habe ich. Ich hab's gemacht, Domi. So, heute. Sag mir gerne nochmal Bescheid, wenn das nicht so sein sollte. Aber ich hab's gemacht heute. Deswegen. Okay. Das versteht keiner, sagt 1905 KR. Nee, muss ich auch wirklich sagen. Ich meine, wenn da zu Anfang eine Idee hinter war, wenn man das mal ausprobieren mit ihm ausprobieren wollte, wenn man einfach mehr in ihm gesehen hat, kann ich das verstehen, wenn man das ein oder zwei Spiele mal einfach probiert. Er hat ja natürlich auch den Vorteil, er ist größer als Kutucu und kann gegebenenfalls auch besser Kopfball spielen, wobei ich das jetzt einfach noch nicht gesehen habe bei ihm. Aber ein Stürmer muss halt an seinen Toren auch gemessen werden. Und wenn er U23 keine Tore macht, ja, warum sollte der plötzlich in der ersten Liga Tore machen? Geht für mich einfach nicht auf die Rechnung. Kutucu hat schon seine ersten Tore gemacht in der Bundesliga, deswegen Kutucu. Was haben wir hier? Kai, ja, ihr könnt, aber ist noch nicht so weit, vor allem körperlich noch sehr lauch. Ich weiß nicht, wen ihr meint, okay. Den haben wir hier. Für den Kopfball müsste eine Flanke reinkommen. Ist wahr. Absolut. Puh. Aber Seo kann flanken. Das ist jetzt auch kein Flankengott. Man soll jetzt auch nicht alles bei Seo jetzt irgendwie suchen, aber hey, zumindest ist unsere linke Seite jetzt schon mal deutlich besser besetzt als vorher. Also flanken kann der. Der kann sich gut durchsetzen. Der kommt gut nach vorne mit dem Ball. Vor ihm steht Raman.
Also ich denke mal, unsere linke Seite wird nicht das Problem sein. Morgen. Auch was das Thema Flanken angeht. Gut, klar, Raman zieht meistens in die Mitte und zieht dann ab. Ja, aber wie gesagt, Kolasinac, dem traue ich durchaus zu, die eine oder andere gute Flanke auch reinzubringen. Was hältst du von dem Gerücht von Tosun? Ist ein Stürmer von Everton? Kann ich nicht viel zu sagen, ehrlich gesagt. Ich kenne den Spieler nicht so wirklich. Bobchen, keine Ahnung. Ich kann da nicht so viel zu sagen. Ich kann mir gerade nochmal die Daten von ihm angucken. Ich habe natürlich auch von dem Gerücht gehört. Cheng Tosun. 7 Millionen Marktwert. 29 Jahre alt. Hat von 16 möglichen Spielen 5 diese Saison gemacht. Ursprünglich mal von Crystal Palace zu Everton gewechselt. Mit einem Marktwert von 15 Millionen. Also ist auch schon gefallen. Gucken wir mal, Leistungsdaten. 3% der möglichen Spielminuten nur. Ui. Hat zu Anfang der Saison die ersten 6 Spiele wegen Kreuzband gefehlt, Kreuzband-OP. Und ansonsten, ja, einmal 21 Minuten, einmal 10 Minuten, einmal zweimal, einmal eine Minute nur, dann 11 Minuten gespielt. Das ist natürlich noch nicht so der Hammer. Ich guck mal davor die Saison. Ich gucke. Sehe. Premier League. Achso, ah, da ist er gewechselt. Okay, von Crystal Palace zu Everton. Für Crystal Palace 5 Spiele gemacht, ein Tor geschossen. Für Everton 5 Spiele gemacht, ein Tor geschossen. Wird der uns weiterbringen? Ist immer möglich, aber eher nicht. Halt, wenn du mich jetzt danach fragst, nach meiner Meinung, sage ich, halte ich nicht viel von dem Gerücht. Ist mir das Risiko zu hoch. Gerade wenn er am Kreuzband operiert worden ist, dann ist es, glaube ich, nicht die richtige Wahl. Es sei denn, es ist halt natürlich für einen super günstigen Kurs zu kriegen. So, ne? Irgendwann musst du auch eingestehen, dass du einfach jemanden brauchst. Und dann hat er natürlich, ich sag mal, ein gewisses Potenzial. Wer schon mal 15 Millionen gekostet hat, ich meine, in England ist das noch was anderes. Ich sag mal, vergleichbar ist das vielleicht in Deutschland mit, ich sag mal, vielleicht 7, 8 Millionen. Einfach, weil die sich gegenseitig da das Geld zu schießen in England. Da ist Geld einfach kein Thema. Also ich denke mal, so 7, 8 Millionen wäre das vielleicht umgerechnet gewesen in der Bundesliga. Und ist auf jeden Fall dann eine Option, wenn gar nichts anderes geht. Absolut. Dann muss man auch sagen, einfach mal probieren. Aber wie gesagt, Risiko ist sehr hoch bei ihm. Sehr, sehr hoch, dass es nicht klappt. Kehra müsste kommen, sagt Philipp. Kehra, habe ich gesehen, steht irgendwie auf dem Abstellgleis bei Paris, ne? Ah, der Junge hat uns 2018 verlassen für 37 Millionen Euro. Der hat jetzt noch einen laufenden Vertrag bei Paris Saint-Germain. Ich meine, wenn da irgendwas gehen sollte, dann durch eine Laie. Aber das wird Paris Saint-Germain nicht machen. Definitiv nicht. Dafür hat er auch noch zu gut gespielt. Also er hat ja unter Thomas Tuchel, wenn er fit war, hat er eigentlich immer gespielt. Das halte ich für unwahrscheinlich. Also ich traue dem echt noch zu, dass der CEO uns LM stellt und Oczipka wieder LV spielt. Also so ein bisschen ist die Gefahr auch da. Da hat er heute auch in der PK drüber gesprochen.
Bitte nicht. Bitte nicht. Ich denke, wir haben in der, auf den Sechser-Positionen haben wir genügend Alternativen. Besser Tosun als gar keinen, sagt MK. Ja, genau. Ja. Hilfe, ich bin ein 20:15 TV-Gucker, sagt AM. Ich bin ein 20:15 TV-Gucker. Okay. Ach so, weil du hier guckst, oder was? Okay, alles klar. Sidi Sané, warum geben wir ihnen keine Chance? Können ja mal gucken, was Sidi Sané diese Saison so gerissen hat. Das Problem ist aber, dass die U19 ja gar nicht spielt, ne? Ich meine, nur wegen dem Namen bringt das ja nichts. Ich meine, ich denke mal, du kennst ihn genauso wenig wie ich. Guck mal, er hat ein Spiel, hat er nur gemacht diese Saison. Und ein Spiel. Ja, genau. Ein Spiel und nur 14 Minuten gespielt. Man muss dazu sagen, die Saison ist halt abgebrochen worden. Und deswegen hat es wohl nur 4 Spieltage auch gegeben. Aber wie gesagt, für 14 Minuten Einsatz in der U19, wie gesagt, da kann man nicht vom Namen einfach darauf schließen, dass er auch gut ist. Klar gilt er als Talent, aber. Wenn Sidi Sané so weit wäre, hätte der Elgert den mal hochgeschickt, sagt MK. Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Und Norbert Elgert ist da der ganz entscheidende Faktor. Wenn der keinen Spieler nach oben gibt, dann ist der Spieler auch noch nicht so weit. Ja, das ist, das sind Faktoren, das ist in erster Linie hier oben im Kopf, was bei den Spielern losgeht. Da kann auch mal einer dabei sein, der sportlich sofort weiterhelfen würde. Wenn Elgert aber meint, der ist einfach vom Kopf her noch nicht so weit, das heißt, er würde beispielsweise, es gibt ja unterschiedliche Sachen, die dann passieren können, entweder abheben oder er könnte dem Druck einfach nicht gewachsen sein. Nichtsdestotrotz. Es reicht ja nicht nur gut Fußball zu spielen. Es ist so viel noch, was dahinter steht. Vor allen Dingen oben in der Birne. Wenn Norbert Elgert die Spieler nicht freigibt, dann vergisst es. Dann wird das nichts. Kehre als RV wäre absolut mega, aber das wird nicht passieren, sagt MK. Nee, aktuell nein. Nein. Reagierst du morgen live auf das Spiel? Ja, mache ich, Domi. Ab 10 Uhr bin ich allerdings schon wieder online. Also morgen ab 10 Uhr gibt es wieder einen Livestream. Und ja, wenn ihr mal zwischendurch Bock habt, schaut auf jeden Fall rein. Ansonsten der eigentliche Stream wird dann beginnen. Also ich sag mal, der. Ich sag mal, klassischerweise machen wir mal ein 3-Stunden-Spiel zum Spieltag. Ein 3-Stunden-Stream zum Spieltag beginnt dann um 15 Uhr. 15:30 Uhr ist Anstoß und ja, genau. Machen wir morgen wieder 8 Stunden. Gegebenenfalls 10 Stunden, wenn wir gewinnen. Dann bleibe ich nochmal 2 Stunden länger da. Das ist so, da hast du recht. Auf Elgert ist Verlass. Ja. Die Schalker U21 hat ein belgisch-marokkanisches Talent von Genk verpflichtet. Er spielt auf der 10 und ist ein wuseliger Spielertyp. Könnte auch bald eine Option für die Profis sein. Stimmt, habe ich auch mitbekommen. Warte kurz. Ich bin da mal ein bisschen vorsichtig, weil, naja, der Spieler ist halt wirklich für die U23 verpflichtet worden. Natürlich, irgendwie haben die alle ihr Potenzial, es mal auch zu schaffen. Aber genau. Baluk heißt der. Baluk. Warte, ich guck mal gerade.
Marwane Baluk. Ah, ist kein Foto mit drin. Ist kein Foto. Also von KRC Genk, jetzt gewechselt zu Schalke 04, eben zur zweiten Mannschaft. Und ja, belgisch-marokkanisch, 1,61 Meter groß, 18 Jahre alt. Und im offensiven Mittelfeld, Rechtsfuß. Okay, spannend auf jeden Fall, spannend. Der City ist vor allen Dingen körperlich noch zu lauchig, da fehlt es noch an einigen Kilos, Muckis. So prallt er an jedem Bundesliga-Innenverteidiger ab wie an der Wand. Er ist schon nicht, also wie soll man zumindest anhand der Bilder, die man so von ihm kennt, scheint er noch nicht der breiteste zu sein. Da muss noch was kommen, auf jeden Fall. Kann er sich mal bei seinem Bruder abschauen. Der sieht ja mittlerweile auch sehr stabil aus. Und er ist auch noch sehr jung, der City Sané, ne? Der ist auch wirklich noch sehr jung. Warte, wo ist er? Siebzehn. Da kann noch was kommen. Ich als Bochum-Fan wünsche ich euch alles Gute und wir sehen uns nächstes Jahr in der Bundesliga. Danke dir, Henrik. Danke dir. Bin dabei ab 10 Uhr. Cool, Philipp. Freut mich. Sehr cool. Wir fangen morgen direkt an mit Scribble. Also zocken wir erstmal eine Runde Scribble zusammen. Also, wie gesagt, alles sehr, sehr entspannt. Wir werden auf jeden Fall FIFA zocken und es kann sein, ich habe eben schon ein paar Vorschläge bekommen, dass wir noch Tierlists machen oder ja, ein paar Reaktionen. Muss ich gleich nochmal gucken, was ich da jetzt noch eben auf die Beine stellen kann. Wird aber auf jeden Fall nochmal wieder ein Programm geben, was ich direkt zu Anfang des Streams ankündige. Dann braucht ihr nur zurück zu scrollen, dann seht ihr, was wir machen. Oder ihr guckt einfach hier oben im. Da steht es dann auch. Okay. Ein Kopfballungeheuer. Ja, mit 1,61 Meter, ne? Genau. Wie fandest du den Stream von Andreas? Habe ich auch, hast du doch gerade schon gefragt. Ich fand den gut. Ich habe dir das doch gerade schon beantwortet, XYZ. Muss mal aufpassen, wenn ich Antworten gebe. Komme um 15:30 Uhr. Okay, alles klar, alles klar. Es sind sowieso ganz viele, die kommen erst so gegen Ende des Spiels auch. Also gegen Ende des Spiels sind immer ganz verrückt viele Leute da. Das letzte Mal waren wir kurz vor Abpfiff, waren wir mehr als 1000, 1070 Leute. Echt cool. Mukoko von den Zecken ist 16 Kästchen, der macht Tore und hatte auch vorher keine Einsätze in der Bundesliga. Ja, aber der war ganz anders drauf. Also der ist, wie gesagt, mental offensichtlich, also wie gesagt, der hat ja einfach völlig überragt in seiner Altersklasse. Der hat ja in der U19 als 16-Jähriger gespielt und hat einfach mal alles, ja, alles zerschossen, was ihm irgendwie vor die Linse kam. Das ist ein richtiger Ausnahmespieler. So einen, den haben wir aktuell nicht. Wie gesagt, unsere U19 hat ja auch verloren gegen die U19 von Borussia Dortmund. Einfach deswegen, weil Moukoko uns auch ja einfach ja, hops genommen hat. Wir haben einfach 3 Tore geschossen, fertig. 2-3 verloren, ja. Schalke, Moukoko, 2-3. Sorry, Cassie, ich habe die Frage aus Versehen zweimal abgesehen. Wollte ich, ja, alles cool, alles cool. Ich hatte mich nur gewundert, weil ich auch schon eben dreimal
vorher schon drüber gesprochen haben. Dann hast du mich nochmal gefragt und jetzt dachte ich, hey, warum? Warum nochmal? Okay. Bin morgen auch dabei. Cool, Sascha. Freut mich. Sehr cool. Mokoko ist aber auch kein Standardtalent, muss man leider zugeben. Nee, der ist nicht Standard. Der ist nicht Standard. Der hätte jetzt auch seine ersten Tore in der Bundesliga gemacht, ne? Ich guck mal, wie viele der jetzt gemacht hat. Ich glaube, da ist noch nicht so viel. Aber nochmal, der Typ ist erst 16. 16. Jetzt ein Marktwert von 10 Millionen schon. Ist wahrscheinlich noch super untertrieben. 6 Spiele, ein Tor. Okay. Aber auch immer nur eingewechselt worden. Ja, verrückt. Ganz verrückt. Ich schreibe es zum dritten Male, sie müssen Eier zeigen, das ist Fakt. Jo. Casey, du bist doch auch ein Talenteförderer. Wenn man Kutucu öfter hätte spielen lassen, hätten wir sein Talent nicht zerstört. Also, Kai. Also, ich habe eine grundsätzliche Einstellung gegenüber solchen Themen. Ich denke, erstmal, jeder ist für sich selber verantwortlich. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment hart, aber es hat die ganzen Trainer hat auch immer irgendwas veranlasst, Kutucu nicht aufzustellen. Irgendwas. Und ich glaube nicht an das Märchen, dass die Trainer ihm irgendwas Böses wollen oder nicht wollen, dass Kutucu spielt. Es muss ja letztendlich am Spieler liegen, warum er nicht spielt. Es gibt immer mal so Geschichten, ja, dass du einen Trainer nicht magst oder dass der Trainer dich nicht mag, weiß ich, gibt es. Aber Kutucu hat jetzt schon den vierten Trainer gehabt, den vierten. Nochmal, gewisse Dinge gehen mir auch zu weit. Also einen Hoppe aufzustellen vor Kutucu ist, finde ich, ist eine Frechheit gegenüber Kutucu. Also auch wenn es jetzt der Christian Groß gemacht hat und vorher natürlich auch schon andere, aber Manuel Baum war es ja. Das geht so nicht. Also wie gesagt, Hoppe hat einfach ein Tor in der U23 geschossen. Kutucu hat es in der Vergangenheit schon bewiesen. So, warum nicht den Kutucu aufstellen und ihm jetzt mal die Chance geben, auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen zu tanken? So, aber grundsätzlich finde ich, ist jeder für sich selber verantwortlich und nicht wir haben Kutucu, also nicht Schalke 04 hat Kutucu, hat Kutucus Talent zerstört, sondern wenn, dann hat Kutucu das selber. Er muss nur verstehen, was er aktuell falsch macht und dann muss er es ändern. Kannst du dich noch daran erinnern, dass Goretzka nach Wechselbekanntgabe beim Training von den Fans als Bayern-Sau beleidigt wurde? Nee, kann ich jetzt nicht mehr. Aber kann ich mir vorstellen. Aber das ist auch immer so diese Sache von den Fans. Das waren ein oder zwei, die ihn dann als Bayern-Sau betitelt haben. Jetzt mal, ob berechtigt oder nicht. Ich meine, de facto ist er nach Bayern gewechselt, ne? Ob man das Sau noch hinten dran hängen muss, lassen wir mal dahingestellt sein. Eher nicht. Ja. 8 Stunden Stream morgen mit Gästekästi. Wenn sich noch jemand findet, falls zufällig jemand gerade zuguckt, ihr seid herzlich eingeladen. Dann kriegt das auf jeden Fall noch hin. Ich habe jetzt aber keinen gefragt. Wisst ihr warum? Kann ich euch ganz offen und ehrlich beantworten. Ich habe jetzt schon so oft und ich habe jetzt auch wieder am Sonntag habe ich den Andreas auch wieder bei mir. Ich habe schon so ein bisschen Hemmung zu fragen, weil ich so oft frage. Wisst ihr? Ja, ist tatsächlich so. Ich meine, ich werde immer noch nach wie vor viele Gäste auch hier auf dem Kanal haben, aber ey, ab und zu denke ich mir auch,
Hui, jetzt wolltest du den schon wieder fragen, jetzt wolltest du den schon wieder auf deinem Kanal haben, so ungefähr. Und deswegen habe ich dieses Mal auch gar keinen gefragt. Aber wenn einer gerade da ist, so, meldet euch, dann machen wir einen Talk auf jeden Fall. Ja, ein Talk oder vielleicht auch ein Wer bin ich, was auch immer, muss ja nicht unbedingt. Muss ja nicht unbedingt ein Talk sein. Okay. Bin der Meinung, wir müssen weg von der Viererkette. In der Abwehr verlässt sich jeder auf den anderen, sagt AMOS. Ja. Schreib mal, was du dann haben möchtest. Möchtest du eine Fünferkette dann? So wie er beschimpft wurde, sorry, das war unterste Kanone und zum Fremdschämen. Okay, ehrlich gesagt, ich weiß es einfach nicht mehr. So alles, jedes Detail habe ich mir auch nicht gemerkt. Aber ja. Goretzka kam aus der Jugend von Bochum, ging zu Schalke, da er eine richtig gute Entwicklung genommen hat, ist es klar, dass Bayern die holt. Naja, man muss dazu sagen, Goretzka ist damals zu Schalke gegangen. Er galt als riesen, riesen Talent. Und bei Goretzka war irgendwie auch klar, dass er irgendwann zu einem großen Verein geht. Und das zu Bayern ist, weiß ich nicht, das war mir auch halbwegs klar. Also den habe ich auch nie so als Eigengewächs gesehen, sondern der kam halt von Bochum. Was halt nachher wieder schade war, dass er einfach ablösefrei gegangen ist. Es war einfach mal wieder einer der besten deutschen Spieler, den wir auch halt ablösefrei mal wieder abgegeben haben. Fünferkette. Dreierkette. Okay. Dreierkette, wir haben. Okay. Na, weiß ich nicht. Viererkette finde ich auf jeden Fall gut. Generell, wir haben auch eben die Community-Aufstellung gemacht. Ich fände auch wirklich zwei Stürmer, fände ich auch gut. Ich frage mich nur, wen wir da aufstellen wollen. Ehrlich. Gut, kann man jetzt machen mit Uth und. Ja gut, kann man auch irgendwie machen. Aber wie gesagt, dann stehen die Leute wieder nicht auf ihren besten Positionen halt, ne? Wenn du einen Uth mit vorne reinnimmst, der gehört eigentlich für mich auf die Zehnerposition. Wenn du einen Ramann mit reinnimmst, der gehört für mich nach links. Und Hoppe, wie gesagt, hat für mich nicht genug Qualität einfach. Mach doch einen Gast pro Monat. Nee, also wenn ich das so starr mache, abgesehen davon ein Gast pro Monat, ich glaube, ich habe jetzt so pro Monat aktuell 10? Das kommt, glaube ich, wohl hin. Also wenn ich natürlich Besuche doppelt rechne. Ich glaube, aktuell sind es wohl so 10 tatsächlich auch. Zumindest jetzt im Dezember. Aber da wäre einer deutlich, deutlich zu wenig. Einer Kette, sagt Markus. Einer Kette. Schwierig. Ist, glaube ich, ein bisschen offen. Er hat aber seinen Vertrag erfüllt oder vertue ich mich da? Natürlich hat er seinen Vertrag erfüllt. Klar. Klar. Ich sage aber nicht, dass es gut war, ihn zu beleidigen. Ist nie gut, jemanden zu beleidigen. Ist auch klar, dass die Topspieler von uns wechseln, Schale hochhalten und mehr verdienen. Ist auch klar, dass die Topspieler von uns wechseln, Schale hochhalten und mehr verdienen. Es gab mal eine Zeit lang, da haben wir uns da richtig drüber aufgeregt, wenn Leute abgehauen sind. Mittlerweile ist es fast selbstverständlich, muss man sagen, weil Schalke einfach nicht mehr oben mitspielen kann. Heidel hätte mit Goretzka, Seo und Nübel frühzeitig verlängern können, oder irre ich mich da? Seo, ja, Nübel. Kann sein, bin ich mir jetzt nicht sicher. Also grundsätzlich mit allen, ja.
Doch, kann man glaube ich so sagen, aber was da jetzt genau die Hintergründe sind, wann der wirklich die angefragt hat und wann die von sich aus gesagt haben, nee, verlängere ich nicht, kann ich dir jetzt nicht sagen. SEO ist aber Fakt. SEO hat vor der Saison gesagt, er möchte gerne verlängern und danach hat er die beste Saison seiner Karriere gespielt und ist dann nach Arsenal gegangen. Das war dumm. Das war wirklich dumm, einfach nicht im Sommer mit dem zu verlängern. Er wollte halt mal so abwarten, hat sich gedacht, ja komm, du kleiner Seat, warte mal, machen wir vielleicht mal irgendwann im Laufe der Saison. Irgendwann hat CEO gesagt, nee, ich habe jetzt ein Angebot von Arsenal. Und dann war Schluss. Jubel auch, sagt Kai. Kann gut sein. Ich habe es nicht so genau im Kopf jetzt. Wieso unterstützt du nicht Preußen Münster? Ich war ein paar Mal im Stadion bei Preußen Münster. Also ist natürlich auch immer so ein Verein auf jeden Fall, der bei mir im Herzen ist. Aber längst nicht so wie Schalke. Also ich bin echt einfach früh mit Schalke einfach geimpft worden. Und deswegen ist Schalke mein Verein. Auch gegenüber Preußen Münster. Also. Wenn die beiden sich treffen, ich bin Schalke-Fan. Definitiv. Wieso unterstütze ich ihn nicht? Ja, ich meine, wie gesagt, ab und zu gehe ich halt ins Stadion so, aber mehr ist das auch nicht. Bei Goretzka lag die Botschaft von Heidel darüber, dass er den neuen Vertrag unterschreiben wollte. Es dann aber nicht gemacht hat und nach dem Confed Cup machen wollte. Ah, okay. Botschaft von Heidel darüber, dass er den neuen Vertrag unterschreiben wollte, es dann aber nicht gemacht hat und nach dem Confed Cup machen wollte. Wer? Wollte Goretzka nach dem Confed Cup unterschreiben oder wollte Heidel das machen? Das habe ich nicht mehr auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Ich konnte es zum Beispiel bei Manuel Neuer damals gut verstehen, aber wenn Spieler, die ihren Vertrag erfüllen, beschimpft werden, naja, sowas spricht sich auch rum. Und G war da kein Einzelfall. Weiß ich nicht. Es war eigentlich immer nur dann der Fall. Man muss auch mal ganz klar einfach so sehen. Das sind Spieler. Die leben in einer anderen Welt. Ja, ich will nicht gutheißen, dass man jemanden beleidigen soll oder sowas. Das will ich jetzt gar nicht machen. Aber man muss auch einfach mal anerkennen, dass das Spieler sind, die extrem viel Geld verdienen mit dem, was sie lieben. Heißt, die spielen einfach nur Fußball und die nehmen da eine Kohle mit nach Hause. Und manche Fans identifizieren sich einfach so krass mit Schalke 04 und naja, sind auch vielleicht vom Charakter her oder von der Struktur her einfach so, dass in dem Moment die einfach so emotional werden, dass sowas auch schon mal rausrutscht, in Anführungsstrichen. Nochmal, ich will es nicht gutheißen oder irgendwie schönreden, aber man muss auch sagen, das sind Fans und das sind keine Personen, die normalerweise in der Öffentlichkeit stehen, ja. Die überlegen nicht großartig, was sie sagen. Die plappern einfach drauf los. Also nochmal, macht das auf keinen Fall nach. Macht es definitiv nicht. Es ist nicht in Ordnung, jemanden zu beleidigen, aber da jetzt noch drüber zu diskutieren, glaubt mir, der Goretzka hat das auch vergessen. Der denkt, sitzt auch nicht jetzt zu Hause und sagt, boah, die Schalke, also da habe ich ja wirklich eine scheiß Zeit gehabt, die haben mich ja noch mit einer Beleidigung nach Hause geschickt. Nee, der wird zu Hause sitzen und wird sagen, ja, Schalke, das war auch eine schöne Zeit, auf jeden Fall. So. Also, man muss auch mal fünfe gerade sein lassen. Hey, hast du eine Dauerkarte und kommst aus der Nähe von GE? Ich komme aus dem Münsterland. Ich habe keine Dauerkarte. Ich bin so zweimal im Jahr, wenn ich im Stadion. Mehr nicht. Danke für die Frage, Johnny. Heidel wollte und Goretzka hat uns zappeln lassen. Okay, danke für die Info. Danke.
Ist egal, wer wann wechselt, beleidigen geht einfach nicht. Ist so, Fabi. Ist so. Goretzka wollte nach dem Konfett unterschreiben. Goretzka hat einen super Cup gespielt, hat uns dann hängen lassen, um im Winter bekannt zu geben, zu den Bayern zu wechseln. Okay, ja, jetzt wissen wir es alle nicht mehr genau. Okay, kann ich aber gerne nochmal nachschauen. Könnte mich nochmal darauf ansprechen. Werde ich mir nochmal anschauen dann. Können wir da nochmal drüber sprechen? Der denkt eher an Bochum. Wahrscheinlich, ja. Aber das hat auch was damit zu tun, dass er seine Jugend da verbracht hat. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Also ich meine, bei mir zum Beispiel in meinem Arbeitsleben ist es so, da wo ich Ausbildung gemacht habe, ja, obwohl war eigentlich nicht meine allerbeste. Ich hab sehr, sehr viele gute Arbeitgeber gehabt, muss ich dazu sagen. Aber das war schon einfach auch geil. Einfach weil du Auszubildender warst, du hattest deine mit Auszubildenden hattest du. Und das ist einfach gemeinsame Erlebnisse, die da entstanden sind. Da erinnerst du dich auf jeden Fall wieder dran zurück. Ist immer die Frage, was so in der Jugend gewesen ist, bleibt sowieso eher immer hängen, als dass das später gekommen ist. Falls Schalke absteigen sollte, lade ich dich ein, wenn Schalke in Hannover spielt. Ja, Schalke, aha. Das ist nett, danke Sascha, auf jeden Fall. Du kannst mich dann auf jeden Fall nochmal ansprechen, aber da gehe ich jetzt nicht von aus. Wenn das mal so weit kommen soll, dann kannst du mich nochmal ansprechen, aber ich gehe nicht davon aus, dass wir absteigen. Okay. Ich bin viermal im Jahr auf Schalke, sagt Jaden. Cool. Papadopoulos mit drei Fragezeichen. Was meinst du, DJ Planet? Ach, Papadopoulos jetzt holen, oder was meinst du? Wahrscheinlich, ne? Ist er noch ablösefrei? Oder hat er jetzt einen neuen Verein? Ne, der ist jetzt bei Lokomotive Zagreb. Okay. Mal gucken, spielt der da? Das interessiert mich jetzt mal. Vier mögliche Spiele, vier Spiele absolviert. Sehr gut, ein Tor geschossen. Sehr schön. Freut mich für ihn. Ach so, vier mögliche Spiele. Bei den anderen war er nicht im Kader. Aha. Okay, naja. Läuft doch nicht so gut. Und er ist halt Innenverteidiger. Der würde uns jetzt als jetzt nehmen wir mal an, wir würden Ozan Kabak verkaufen. So, vielleicht würde das nochmal Sinn machen, ihn nochmal als Backup zu holen. Aber er ist jetzt aber auch unter der Haube. Wie alt bist du? 30 bin ich, Henrik. 30. Falls Schalke absteigt, haha, die Sache ist durch, sagt Muffuk. Wir werden sehen, Muffuk. Wir werden sehen. Es kommt auch immer auf den Spieler an, wie die Fans reagieren. Bei der jetzigen Mannschaft wären die Fans froh, wenn so einige Spieler gehen würden. Ja, ist so. Ist so. Revo. Also gibt es keine Pauschalaussagen. Bei Neuer, boah, was tat das weh, als der gegangen ist. Was tat das weh? Albert Streit, der ist ja nicht mal gegangen. Aber das tat trotzdem weh, den auf Schalke zu sehen. Da war es andersrum. Da war es bitter, ihn noch auf Schalke zu sehen.
Martin Max läuft morgen auf, aber nichts verraten. Guten Abend zusammen. Hi, Gelsenszene. Martin Max läuft auf. Ich sag nix. Wenn Corona nicht wäre, bin ich immer in Hannover im Stadion, wenn sie spielen. Cool, Sascha. Cool. Du nutzt eure Schalke-Tassen Ende zu Hause oder auf der Arbeit, die morgen arbeiten müssen am. Also aktuell nutze ich keine Schalke-Tasse auf der Arbeit. Früher hatte ich mal eine Raoul-Tasse auf der Arbeit. Ja, die habe ich dummerweise verschenkt dann nachher. Traue ich immer noch sehr hinterher der Tasse, aber war für einen guten Menschen. War für einen wirklich guten Menschen. Deswegen, alles cool. Ja. Gehe ganz schwer von aus, die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache, habe Angst, dass es runtergeht wie bei SG 09 oder 1. FCK. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache, absolut, da hast du recht. Was willst du machen? Du kannst auch nur jetzt nach vorne schauen und das Beste hoffen. Gucke ich eigentlich die ganze Zeit in die falsche Kamera? Ich glaube ja. Aber ist auch egal, der sieht auch cool aus. Ja, sieht auch cool aus. Moin und liebe Grüße aus Hamburg. Moin, Vater, Sohn. Sehr cool. Die beiden übrigens, Vater, Sohn, sind Vater und Sohn und streamen die Spiele so ähnlich wie ich es letztendlich hier auch mache über den HSV. Und cool, dass ihr mit dabei seid. Sehr cool. Oder einer von euch wahrscheinlich, ne? Einer von euch. Sehr cool. Hey, ich komme auch aus dem Münsterland, ich feiere deine Videos. Wenn du magst, würde ich dich, sobald es die Corona-Situation wieder zulässt, auf einen Rundflug über die Veltins-Arena einladen. Ey, danke dir, aber ja, weiß ich nicht. In erster Linie bin ich hier in meinem Kabuff, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Bisschen Höhenangst ist dabei, Johnny. Bisschen. Kolasinac, Naldo, Ton, mach doch so eine Altherren-Elf auf, damit gewinnst doch in der Bundesliga nichts mehr. Haben wir, my way, haben wir. Es gibt unsere Traditionself. Hast du schon mal Schalke-Spieler hautnah erlebt? Autogrammstunden etc. Klar. Den ersten, den ich getroffen habe, war Jens Lehmann. Der erste war Jens Lehmann, da war ich noch so klein mit Hut. Ne, keine Ahnung, da muss ich 3 oder 4 gewesen sein. Damals war mir noch nicht so richtig klar, dass ich Schalke-Fan bin, aber Jens Lehmann fand ich immer cool. Die haben damals bei uns in der Nähe trainiert. Da bin ich dann rübergegangen, hatte so einen kleinen Block, wirklich ungelogen, so einen kleinen Schreibblock. Und wollte auch nur ein Autogramm von Jens Lehmann haben. Und hab's dann auch bekommen. Und ja, das habe ich dann nachher verloren, das Autogramm. Schlechte Pointe der Geschichte, aber ist so. Meine Theorie zu den vielen Verletzungen auf der Fairness-Tabelle belegen wir im Moment den 16. Platz und im Vergleich zu anderen Spielen gibt bei Schalke-Spielen viele Fouls, Ballgewinn nur mit Foul. Theorie zu den vielen Verletzungen? Boah, das ist schwer zusammenzubringen. Also durch eigene Fouls viele Verletzungen zu erleiden, sehe ich eigentlich nicht so. Weil meine Theorie zu den vielen Verletzungen ist, wenn es scheiße läuft, läuft es einfach scheiße. Ich weiß nicht, vielleicht Vater, Sohn sind ja auch gerade hier, die können das wahrscheinlich auch bestätigen.
wie gesagt, wenn du einfach Scheiße am Fuß hast, dann geht's weiter runter. Dann kommen so Sachen wie Verletzungen, dann kommen so Sachen wie Eigentore, Gegentore in der letzten Minute. Es kommt einfach alles zusammen. Denk nur dran, unser Spiel gegen Mainz, wo wir eigentlich die bessere Mannschaft waren. Wie gesagt, wenn nur das Wörtchen eigentlich nicht wäre, dann war es nachher eigentlich der Schiedsrichter, der uns dran gehindert hat, dieses Spiel zu gewinnen. Beide am Start, wir sind ja alle Leidensgenossen hier. Jo. Jo, ist so, ist einfach so. Ja. Genau. Okay. Aber ich glaube noch fest daran, dass wir zusammen alle durchstehen und uns noch retten. Wie, wo steht denn der HSV jetzt aktuell? Zwischendurch sah es ja mal ganz gut aus, ne? Aber dann habe ich irgendwann zwischendurch mal geguckt, Platz 4. HSV. Ach, guck mal, Rang 1. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Danke, Cesemone oder Käsemone. Ich als Clubfan wünsche euch viel Glück für morgen. Ihr holt das Ding. Danke dir. Danke dir. Servus Rainer, ich finde es super, wie unermüdlich du bist und dich jeden Abend vor die Kamera hockst. Frage, was war deine weiteste Auswärtsfahrt? Meine war Teneriffa 1997. Meine war Bayern München. Aber ich, ehrlich gesagt, ich kann dir nicht mal mehr sagen, wann das war. In welcher Saison. War Bayern München. Weiter bin ich noch nicht gekommen. Ich würde gerne auch mal international sein, aber wie gesagt, ich hab das irgendwie immer so als was sehr schwer Erreichbares gesehen, Tickets zu bekommen für eine Auswärtsfahrt, speziell auch in Europa. Auch als ich berufstätig war, bin ich ja jetzt immer noch, aber ihr wisst schon, was ich meine, halt fand ich das immer sehr schwierig. Ja, dahin zu reisen und sowas alles irgendwie, weiß ich nicht, hat sich das für mich nie ergeben. Ja. Also ich würde es natürlich mega feiern, mal irgendwie weiter rauszukommen. Keine Ahnung, mal nach Spanien oder so. Vielleicht auch eine Busfahrt, das wäre noch echt cool. Einfach die ganze Zeit im Bus hocken, 14, 15 Stunden und ja, würde ich feiern auf jeden Fall. Würde ich richtig, richtig feiern. Auch nicht jedes Mal, muss ich auch sagen. Also Busreisen finde ich jetzt auch nicht so cool. Aber oh, ich gehe mal ein bisschen weiter runter. Also eigentlich haben wir alle Spiele gewonnen. Genau, mit Abstand. Genau, eigentlich, eigentlich. Genau genommen steht der HSV nur einen Platz hinter uns, sagt MK. True. Ich weiß aber, wollte nur sagen, dass die Spieler zu unfähig sind, mit sauberen Mitteln an den Ball zu kommen. Achso, okay. Ihr habt untereinander gesprochen. Wir Fans tun alles für den Erfolg der Mannschaft. So ist es. Jo. So ist es. Ich kann nur sagen, seid froh, dass ihr in Tönnies los seid. Wir haben dasselbe Problem mit Martin Kind. Okay. Wollen wir die Büchse heute öffnen? Ich glaube nicht, oder? Heute nicht. Also wir haben gestern wieder so schwer diskutiert über Clemens Tönnies. Machen wir eh noch oft genug. So wie ich den Herren kenne, machen wir das eh noch oft genug. Ja. Okay, guck mal. Marc sagt sofort nein. Machen wir nicht. Sehr gut. Okay. DJ Planet. Baumjohann will DJ Planet haben. Okay. Baumjohann. Ist der denn noch. Nee, der hat doch seine Karriere beendet, oder?
lass mal zu für heute. Okay, lass mal zu. Baumjohann, ich guck mal. Alexander Baumjohann. 33 Jahre alt mittlerweile. Ein Spiel gespielt. Wo ist er denn? A-League. A-League. Was ist denn A-League? Australien. Oh, schön. Nett. Baumjohann gewinnt mit Sydney FC australische Meisterschaft. Hey. Sehr cool. Er wurde sogar noch im Endspiel der A-League Final Series beim 1-0 nach Verlängerung gegen den Melbourne City FC in der 87. Minute eingewechselt. Nach dem Ende der regulären Spielzeit hat es 0-0 gestanden. Hey, hey, nicht schlecht. Okay, aber die meisten Spiele hat er jetzt nicht gemacht, ne? Ein mögliches Spiel. Warum nur ein mögliches Spiel? Ist die Liga abgebrochen worden? Könnte sein. Wahrscheinlich ist er wieder nach Deutschland geflogen, ne? Wäre ja auch bitter, wenn du während Corona einfach mal in Australien festhängst. Wobei, mittlerweile, zwischendurch hätte er ja auch wieder zurückfliegen können, aber auch wäre nicht schön auf jeden Fall. Bin heute spät dazugekommen. Wann streamst du morgen? Ab 10 Uhr, Booster. Ab 10 Uhr. Dann spielen wir erst Scribble. Dann werden wir auf jeden Fall noch FIFA zocken und ja, dann nochmal gucken. Reaktionen habe ich mir jetzt noch aufgeschrieben, wolltet ihr gerne. Und Tierlisten wolltet ihr. Und ja, das kriegen wir wohl hin. Wie gesagt, Tierlisten muss ich gleich dann noch fertigstellen. Muss ich mal gucken, was ich da noch so an Tierlists finde. Wieder ein Ex-Schalke, der Meister geworden ist. Ja, kann man auch so sehen. Ja. Kann man auch so sehen. Es war nur Australien. Es war nur Australien, Leute. Bei Sieg bis 20 Uhr. Korrekt, MK. Wenn wir gewinnen, habe ich gesagt, Streamer bis 20 Uhr. Ich höre jemanden. Was war das denn? Habe ich Discord an? Oder bilde ich mir das ein? Vielleicht bin ich auch einfach verrückt geworden. Ne, Discord ist nicht an. Das war ja jetzt crazy. Habt ihr auch was gehört? Sorry, war ich. Kommt nicht wieder vor. Sehr schön. Ich wusste gar nicht, dass ich Discord anhab. Habe ich auch gehört. Ach du Scheiße. Wie hast du das gemacht? Groxy, über Discord? Crazy, ich habe das so gar nicht an. Wahrscheinlich werde ich hier regelmäßig belauscht. Vielleicht ist im Hintergrund noch das Vollerotik-Portal geöffnet. Nee, habe ich gecheckt. Gott sei Dank nicht. Krass, gefährliches Programm. Roxy, wie hast du das gemacht? Schreib mal rein gerade, bitte.
Schaust du gerade Bayern nebenbei? Nein. Nein. Viel Glück für Schalke von einem VfB-Fan. Danke dir, Sunbeam. Danke dir. 2-2 Bayern. Ah, krass. Okay. Mit meinen außerordentlichen Hackerfähigkeiten natürlich. Ach du Scheiße. Na super, ey. Ja, wo ist denn jetzt die Lücke, Coxy? Die muss man jetzt aber auch sagen. Du bist ja einer, ey. Du bist ja einer. Das war vielleicht deine Frau. Nee, nee, nee. Lohnt sich das, mich zu hacken? Anscheinend. Wusste ich gar nicht. Ich werde das nicht entfernen. Alles cool, bring me to Antarktika. Wir hatten nur gerade besprochen, dass wir es heute auslassen, das Thema. Wir haben gestern da sehr intensiv drüber gesprochen. Das war kein Hacken, ich kann das auch. Schieß los, Lars, mach mal. Lass uns mal gerade sprechen. Ich habe dich ja Ihnen ja eben auch gehört. Mach mal. Hack mich mal einer gerade. Wenn ich dich als Discord-Freund habe. Ah, okay. Merken, keine Discord-Freunde mehr. Lars, wenn das wirklich geht, mach mal. Ach nee, du bist jetzt nicht mein Discord-Freund, ne? Okay, alles klar. 5-3 für Schalke morgen, sagt Sision. 5-3 würde ich unterschreiben. Ich würde aber auch ein 1-0 für Schalke unterschreiben. Ist eigentlich eine Feier irgendwie geplant, wenn morgen der Rekord eingesackt wird? Boah, my way. My way, my way, my way. Lohnt sich bestimmt, dich zu hacken bei den Millionen Euro, die du über YouTube abräumst. Oh, guter Hinweis eigentlich. Ich hatte ja nochmal gesagt, ich wollte euch nochmal erzählen, wie viel ich jetzt im Dezember verdient habe. Mache ich auch. Ja, kann ich jetzt eben machen, ne? Aber eigentlich könnte ich noch ein extra Video draus machen, eigentlich. Da gucken sich das auch noch ein paar Leute an. Aber naja, komm, ich zeig's euch. Ich kann ja nicht jeden Monat ein Video machen. So, ich gehe ins YouTube-Studio, da kann man das nämlich sehen.
So, das ist jetzt für den Dezember. Dezember, Dezember, Dezember. Da bin ich schwarz. Nee, nicht ich, aber alles andere. Na. Komm her, du. Komm her, du. So. So viel. Krass, oder? Ich bin richtig, richtig stolz und glücklich darüber. Richtig, richtig stolz und glücklich. 680 Euro im Dezember. Das war's. Jetzt wisst ihr es. Hier könnt ihr doch mal sehen, vorher waren es im November 253 Euro, dann im Oktober 169 Euro, davor gar nichts, weil ich keine 1000 Abonnenten hatte. Wie gesagt, seit Juni bin ich erst damit angefangen. Genau. Und hier ging es dann los. 169, 253, jetzt 680. Ja. Ich gehe jetzt davon aus, dass ich so im Januar, Februar wahrscheinlich. Boah. Vielleicht. Nee, ich kann's. Nee, ich will gerade noch nichts dazu sagen. Ich weiß es noch nicht. Aber das wird jetzt kein großer Sprung auf jeden Fall werden. Wenn es überhaupt einen Sprung geben wird. Also ich will jetzt nicht irgendwie was sagen, weil ich mich jetzt auch nicht beschränken will. Aber das ist schon cool. Ich finde, das ist eine richtig. Also ihr müsst euch mal überlegen, das ist halt jetzt nebenbei, ne? Das ist schon ganz nett. Ich schätze 1100 hat ich bin Lars gesagt. Okay, naja, so viel waren es noch nicht. So viel waren es noch nicht. Ich habe. Ich bin jetzt schon ein paar Mal jetzt von Nico auch drauf angesprochen, warum ich denn keine Werbung schalten würde auf meinen Videos. Ich habe tatsächlich echt ganz viele Videos, wo ich einfach nur eine Werbung halt vor dem Video hatte und zwischendurch gar keine. Jetzt muss ich die erstmal wieder alle nachprogrammieren. Also wenn ich das tatsächlich immer so gemacht hätte, sauber, ordentlich, auch Werbung während des Videos geschaltet hätte, dann hätte ich noch sehr, sehr viel mehr Geld verdient tatsächlich auch. Und ja. Steuern nicht vergessen. Absolut. Das muss ich noch dazu sagen. Ich muss davon jetzt immer die Hälfte muss ich weglegen erstmal. Und dann ja, muss man nachher gucken, wie viel dann tatsächlich an Steuern am Ende des Jahres bezahlt wird. Aber erstmal die Hälfte davon komplett erstmal weglegen. Das heißt, wenn da 600 Euro stehen oder 680, dann sind es eigentlich erstmal 340. Außerdem müsst ihr euch vorstellen, ich sag mal, alles, was ihr hier seht, ich habe natürlich im Vorfeld natürlich auch jede Menge Geld reingebuttert in den Kanal. Also ich bin noch deutlich, deutlich im Minus, was den Kanal angeht. Aber ist trotzdem cool. Ist trotzdem cool. Ich freue mich da mega drüber. Roxy sagt, im Dezember wird es immer deutlich mehr Cash, Januar wird wahrscheinlich weniger. Jo. Ist wirklich so. Der CPM ist dann erhöht. Januar wird wahrscheinlich weniger. Mal gucken. Also, wie gesagt, ich will mich einfach nicht beschränken. Wenn ich das jetzt sage, es wird deutlich mehr weniger, dann. Ich bin noch nicht bereit, dran zu glauben. Ich hoffe, dass ich das halten kann. Mindestens. Fast so viel Geld wie Monte. Natürlich. Klar.
Bitte keine Werbung, dann bekommen wir wieder Zeckenwerbung. Ich gönne es dir von Herzen. Danke, Panzergrenny, danke. Hallos, sagt Markus. Hallos. Große Hoffnung wird sich Frederik Rönnau wohl nicht machen. Statistisch gesehen ist er deutlich bessere Keeper. Das ist aber, wie Groß bereits gesagt hat, nicht entscheidend. Was ist das für eine Aussage vom Groß? Letztendlich hat er gesagt, dass Ralf Fährmann jetzt die Nummer 1 für ihn ist, weil er mehr Erfahrung auf Schalke und mehr Führungserfahrung hat. Ja. Muss man ein Kleingewerbe anmelden? Ja, du musst ein Gewerbe anmelden. Wenn du mit YouTube Geld verdienen willst, musst du ein Gewerbe anmelden, Sascha. Das ist so. Du kannst aber erstmal YouTube so starten, weil bis du mal 1000 Abonnenten hast, das im Normalfall dauert. Im Normalfall. Sei denn, du bist ein ganz verrückter Typ. Dann kann er doch mal schnell gehen, aber eigentlich dauert's. Sind da auch die Spenden inkludiert? Ach so, genau. Nur die Spenden über YouTube. Das, was über Tipps, ist auch noch einiges zusammengekommen. Was heißt einiges? Ich kann mal gerade gucken. Einiges nicht. Warte. Tippi-Stream. Ich muss jetzt mal gucken. Das möchte ich jetzt allerdings nicht so direkt zeigen, weil da natürlich jetzt auch Namen und sowas dabei stehen. Aber ich sage mal eine Gesamtsumme für Dezember. Wenn ich das jetzt hinkriege, dann kommt. Zeige ich euch, dann sage ich euch das. So, Months. December. Please open. 51 Euro noch hinzu. Okay, also sind wir insgesamt bei 730. 730. Ja. Danke nochmal für den Hinweis. Dann mach Werbung, du sollst hier Geld verdienen. Ja, Fabi, ist wirklich so. Ist wirklich so. Ja. Ist das mit Kanalmitglied oder ohne die Kanalmitgliedschaft? Das ist mit Kanalmitgliedschaft, wobei die Kanalmitgliedschaft ist ja jetzt auch erst seit kurzem aktiv. Chip, kann ich euch auch mal sagen, wie viele das jetzt sind. Kanalmitglieder, wie viele haben wir da? Wie viele haben wir da? Wo finde ich das denn raus? Also über Kanalmitgliedschaften jetzt reingekommen im Dezember sind 24 Euro. Aber das sagt noch nichts darüber aus, wie viele es tatsächlich da noch sind. Wie viele Kanalmitglieder. Ach, wo kann ich das rausfinden? Ich habe es letztens noch nachgeguckt. Habe ich wieder vercheckt. Habe ich wieder vercheckt. Ich finde es gerade nicht. Ich finde es gerade nicht. Nee. Aber wie gesagt, das Geld, was ich gerade gesagt habe, die 24 Euro, die sind auf jeden Fall mit drin enthalten gewesen im Umsatz. Was bringt die Erfahrung, wenn du nicht besser halten kannst, Kesti? Meiner Meinung nach hat Ralf Fährmann nicht schlecht gehalten. Das ist mein fester Glaube, dass er nicht
schlechter gehalten hat. Renault hat sehr, sehr spektakulär gespielt, sehr, sehr viele Dinger gehalten. Ja, absolut. Und es ist, ich meine, ich habe da einen Artikel gelesen. Irgendjemand hatte mir auch einen Artikel zugeschickt vom, ich glaube, 11 Freunde war es, warum der statistisch eindeutig der bessere ist, Renault. Irgendwie Renault ist auf Platz 1 und Fährmann auf dem letzten Platz. Ja, ganz ehrlich, wenn du gegen Bayern München halt 8 Dinger bekommst und dann nur Spiele hast, in denen du auf die Fresse bekommst und keine Bälle verhindern kannst, ja, das ist schwierig. Aber wie gesagt, die ganz großen Fehler hat er meiner Meinung nach nicht gemacht. Aber nochmal, ihr könnt ihn kritisieren. Ist alles vollkommen in Ordnung für mich. Auch, dass er meistens die Dinge einfach nach vorne schlägt und ein Spiel nicht öffnen kann. Bleibt ja so. So streite ich ja nicht mal ab. Dennoch sage ich, für mich persönlich ist Ralle der Richtige. Buonasera, sagt der Schalker. Hi, schön, dass du mit dabei bist, Francesco. Sehr cool. Ciao, genau. Kessi, wie geht's dir? Gut geht es mir, gut geht es mir. Und mir geht es auch gut, wenn ich an unseren Stream am Sonntag nachdenke. Und zwar sind wir bei Francesco auf dem Kanal. Also, nach dem Spiel jetzt gegen Hoffenheim am nächsten Tag, am Sonntag um 11 Uhr, jetzt werden einige aufmerksame fragen, wieso, da musst du doch arbeiten. Ich muss erst nachmittags arbeiten, also macht euch keine Sorgen. Also werde ich bei Francesco auf dem Kanal sein. 11 Uhr bei Francesco. Könnt ihr euch drauf freuen, geht maximal 1,5 Stunden, dann muss ich weg. Und wird auf jeden Fall eine coole Sache. Genau. Also mir geht's gut. Wie geht's dir, Francesco? Wie geht's dir? John fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen. Die Fährmann-Diskussion könnte ich verstehen, wenn er wirklich dicke Patzer gehabt hätte, hat er aber nicht. Das Einzige, was ich kritisiere, dass er nicht wie damals gegen Dortmund sich mal aufregt. Ja, genau. Ja, das kann ich auch unterschreiben. Ich erwarte mittlerweile von ihm wieder, dass er sich dreht. Ja, dass er sagt, ey, es ist mir scheißegal, wie oft ich hier von einem anderen Torhüter ersetzt worden ist. Es ist mir scheißegal, wer jetzt hier Trainer ist. Es ist mir scheißegal, wer da unsere Gegner ist. Es ist mir auch egal, welche Kollegen ich hier habe und ob mir die Nasen passen oder nicht. Ich gebe hier halt Gas. Ich bin Ralle Fährmann und ich habe das auch verdient, hier zu stehen. Und ich mache einfach mein Ding. Das erwarte ich mir von ihm. Es geht ihm gut. Sehr gut, sehr gut. Ah, dann fällt unser Stream flach. Nein, 11 Uhr bei Francesco und 20.15 Uhr bin ich mit Schalker Botschaft hier auf dem Kanal. Ich suche auch noch nach einem zweiten Gast tatsächlich für den Stream. Also auch da, wenn noch jemand da Bock hat. Ich glaube, Thiele streamt aber selber. Ich glaube, vielleicht kann ich Cedric noch fragen. Mal gucken. Aber unser Stream bleibt natürlich Schalker Botschaft. Natürlich, hallo. Ich bitte dich, also... Oder würdest du das feiern? Sieht schon fast so aus mit dem Smiley dahinter. Okay. Ich freue mich auch schon auf Sonntag. Ja, sehr cool. Okay. Lennart und Botschafter. Stimmt, Lennart könnte ich auch noch fragen. Bin mit unseren Zeiten durcheinander gekommen. Ja, also wir beide 20.15 Uhr und mit Francesco um 11 Uhr. Ich habe auch Francesco gefragt, ob er um 20.15 Uhr kann, aber kann er nicht. So, deswegen geht das nicht. Okay.
Hast du mitbekommen, dass Cedric bei Bas 04 supported wurde für 5 Verteidiger? Nee, habe ich nicht mitbekommen. Cool. Okay. So, Leute, ich würde sagen, das war's für heute. Cool, dass ihr mit dabei gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, jetzt kommt wieder das übliche Blabla, ne? Botschafter, liebe Grüße gehen raus nach Amerika. Lasst mir gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut. Glück auf und denkt dran, morgen 10 Uhr beginnt der Stream schon. 10 Uhr gehen wir morgen in den Stream. Und wir streamen bis mindestens 18 Uhr. Wenn Schalke gewinnen sollte, hängen wir nochmal 2 Stunden dran. Und ja, mir hat sehr gut gefallen heute. Ich fand es sehr ruhig, sehr angenehm. Sehr, sehr schöner Stream heute. Und ja, deswegen macht's gut und bis dann. Ciao. Ciao, ciao.